Hallo liebe Freunde, willkommen zu diesem Video. Wir reagieren heute auf das Ende von Leroy Matata und auf sein Statement zu den ganzen Vorwürfen in letzter Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, ich fand Leroys Videos immer relativ gut, weil ich immer darüber nachdenke, dass die Leute, die da drin waren, sich ja bewusst dazu entschieden haben und sicherlich auch schon mal ein Leroy-Video vorher gesehen haben. Also wussten die Leute, was auf sie drauf zukommt. Ich würde sagen, wir legen los, Freunde. Auf geht's. Leroy, let's go. Ihr habt den Titel gelesen, Freunde. Ich habe einen Entschluss gefällt. Und den möchte ich euch heute mitteilen. Bevor wir aber loslegen, habe ich eine Bitte. Dieses Video ist mir sehr, sehr wichtig. Und deshalb guckt es euch bitte nur an, wenn ihr auch wirklich die Zeit habt, es bis zum Ende zu schauen. Ich werde heute auch auf Kritik eingehen und auch über meine eigenen Fehler sprechen und vielleicht ein paar Lügen und Unwahrheiten aufdecken. Ihr kennt den Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Nur um ehrlich zu sein, wüsste ich gar nicht genau, welcher Moment das in den letzten 7 Jahren gewesen ist. Denn die Zeit ist wie im Flug vergangen, seit ich 2016 mein erstes richtiges YouTube-Video hochgeladen habe. Damals ging eine Reise los, bei der ich selber nie so genau wusste, wohin sie wirklich gehen wird. Diejenigen unter euch, die mich jetzt schon etwas länger kennen und verfolgen, die wissen, dass ich meine Kindheit, also den größten Teil im Krankenhaus verbracht habe, dass ich mir 65 Mal meine Knochen gebrochen habe. Und als ich damit YouTube angefangen habe, war meine Mission, den Menschen da draußen, also euch, zu zeigen, dass der Rollstuhl oder eine Behinderung oder sonst irgendein Schicksal nicht automatisch bedeutet, dass das Leben vorbei ist oder scheiße sein muss. Also habe ich zunächst meine eigene Geschichte erzählt und dabei immer wieder versucht zu zeigen, dass das Leben weitergeht. Da muss man definitiv sagen, das hat Leroy auch echt durchgezogen, ne? Dass das Leben nicht scheiße sein muss, nur weil du eine Behinderung hast. Hat er auf jeden Fall ein Statement mitgesetzt. Dass man auch als Rollstuhlfahrer Spaß haben kann und ein geiles Leben mit Freude erleben kann. Und ich weiß noch genau, damals hat sich ein junges Mädchen bei mir gemeldet, die mir gesagt hat, ihr Vater ist gelähmt und er sitzt nur noch zu Hause rum und hat die Lust auf sein Leben verloren. Und aus Verzweiflung, hat sie mir geschrieben, hat sie ihm dann ein Video von mir gezeigt und er hat geguckt und geguckt, mehrere Stunden und neue Motivation geschöpft. Und heute nutzt er die Zeit mit seinen Kindern. Er hat auch seine alten Bandfreunde wieder kontaktiert und die haben ihn natürlich auch wieder aufgenommen. Und so hat er irgendwie zurück ins Leben gefunden. Und das, Freunde, war der wichtigste Moment in meiner Laufbahn, weil das Video, was ihn motiviert hat, nur ganz wenige Aufrufe hatte, aber trotzdem so viel bewirkt hat. Vor 5 Jahren kam dann der Leroy Wills Wissen-Kanal dazu, dem bis heute mehr als 2,4 Millionen Menschen folgen. Das ist unglaublich. Ich habe damals angefangen, mit Menschen zu sprechen, die eine besondere Lebensgeschichte, ein Hobby oder einen Schicksalsschlag erlebt haben. Und daraufhin haben sich zigtausend Menschen bei mir gemeldet, um ihre eigene. Da muss ich auch sagen, hier, das habe ich gesehen, er ist kriminell. Alkoholiker habe ich, glaube ich, auch gesehen. Crystal Meth habe ich gesehen. Und der mit Heroin habe ich auch gesehen. Das waren schon sehr krasse Videos, ne? Das war damals sowas, das hast du nirgendwo anders gesehen. In der Geschichte zu erzählen. All das waren Themen, die in der Gesellschaft bisher tabu waren, über die keiner so Ja. richtig gesprochen hat, weil sie vielleicht unangenehm waren, nicht werbefreundlich oder nicht sexy genug für unsere glatte Gesellschaft, in der jeder perfekt ist. Wenn ich auf die mehr als 300 Videos alleine hier auf diesem Kanal so zurückblicke, bekomme ich wirklich Gänsehaut. Das sind so viele wunderschöne und berührende Geschichten, aber auch natürlich schwere Schicksale. Und genau so spielt das Leben. Es geht nicht immer bergauf. 10 Minuten vor meinem WM-Kampf, dann kam mein Papa rein. Und hat auf mich geschossen. Seid nicht so, wie Danke. die euch haben wollen. Die sehen euch gerne im Knast. Die erwarten das von euch, dass ihr euch nicht ausdrücken könnt, dass ihr euch nur mit Gewalt wehren könnt. Zeigt ihnen, dass ihr es anders macht. Seid erfolgreich. Seid frei. Und Der Dude hier, da habe ich auch einige Videos von ihm gesehen, ne? Der hat auch echt eine krasse Story. verschwendet euer Leben nicht hinter den Gittern. Du musst dir so vorstellen, ich liege da auf dem Bauch, meine Hände hinterm Kopf als 11-Jähriger und Waffe auf meinen Kopf. Der eine andere. Ich mache auf 1,25, damit das Video ein bisschen schneller läuft. IS-Kämpfer, vor meinem Vater steht und auf ihn schießt. Die lagen alle auf dem Boden und die haben sich nicht mehr bewegt. Ich habe dann auch seinen Bruder gesehen. Man kann das nicht so gut beschreiben, aber wenn jemand tot ist, das ist einfach nur noch eine Hülle. Also, es waren bei weitem die schlimmsten Tage meines Lebens. Meine Eltern und eine Sekte Freundin sollten sich von mir verabschieden, weil die Ärzte meinten, ich würde die Nacht nicht schaffen. Lass mich die ganze Zeit aus! Mir ist es schon so. Was ist das nicht, Lisa und Lena? Auf welche Antwort ist es auf was? Auf das Kälterwerden. Hallo, hallo, hallo. Hi, grüß dich. Guten Tag. Achso, bei dir. Das ist, ja, das ist eigentlich mein Text in diesem Studio. Achso, ja, heute sind wir in deinem Studio. Ich habe selber bisher ein einziges Fußballspiel-Bundesligaspiel im Stadion geguckt, weil viele Ja, Stadien nein, wie ist das? Wie ist das, Jürgen Klopp zu sein? Er hat auch schon die Videotitel durchgeballert, ne? Ich möchte den Moment hier nutzen, um auch den Menschen zu gedenken, die wir in den letzten 5 Jahren leider verloren haben. Starte mit Auch direkt HelloFresh ganz Werbung, einfach Jungs. in deine Essensroutine. Ja. Ausgewogen. HelloFresh.
Zum einen ist da Hermann, der uns auf seinen letzten Metern im Hospiz nochmal mitgenommen hat. Der Krebs hat mich im Griff und ja, das ist erstmal so ein Fall in eine bodenlose Tiefe. Nach dem Dreh, als alle raus waren aus dem Zimmer, habe ich ihn nochmal gefragt, was wünschst du dir noch, was du von den Pflegern hier aber leider nicht bekommst. Ganz egal, ob es jetzt irgendwie Süßigkeiten sind oder ein Pornoheftchen oder mal was Schönes fürs Auge zu haben. Sag, was du dir wünschst. Und dann hat er so gemacht, hat sich zu mir, also mich zu ihm hergewunken und hat gesagt, es wäre schön, nochmal so eine rote Gouloir, so eine Stange rote Gouloir zu kriegen. Das sind so Zigaretten, wusste ich nicht, aber ja, haben wir dann erklärt. Und wir haben das Video dann versucht, ganz schnell fertig zu machen, damit er es noch sehen kann, bevor er von uns geht. Und ein paar Tage später bin ich dann mit den Zigaretten im Schlepptau zu ihm, habe ihn besucht, ganz alleine, und habe ihm ja die Zigaretten gegeben. Für mich war das sehr, sehr wichtig, dass ich da über mich selber so sprechen konnte. Ich habe hier gute Rückmeldungen. Ich war, wie gesagt, sprachlos. Ich weiß nicht, was ich da zu sagen soll. Er hat sich so unglaublich gefreut, denn das Video hat eine alte Freundin von ihm schon dazu bewegt, ihn nochmal anzurufen. Schon sehr, sehr süß auf jeden Fall. Schon sehr süß. Ich sag mal so, wir sollten von vornherein in das Video reingehen mit einer neutralen, nicht so voreingenommenen Meinung. Weil, beziehungsweise ich gehe einfach davon aus, dass er wirklich eine gute Person ist. Weil überall aktuell wird es halt eher so dargestellt, als wäre Leroy eine sehr schlechte Person. Und ich meine, von den gewissen Placements, die er angenommen hat in letzter Zeit, R-Up, bla bla bla, wissen wir auch alle, dass er auch Geld will. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass der Kollege hier nicht nur das Geld sieht, sondern auch die guten Sachen, die er damit bewirkt. Bevor es zu spät ist. Und er hat Zuspruch aus den entlegensten Ecken bekommen, hat er mir erzählt. Das hat er so überhaupt nicht erwartet. Und besonders die Chance, dass er seine eigene Message nochmal für die Welt hinterlassen konnte, dafür hat er sich bedankt. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich oder 20-, 30-jährigen da draußen gerne mit auf den Weg geben? Ja, einfach dass er begreift, dass das Leben endlich ist. Also dass man das Leben als riesengroßes Geschenk sieht. Der menschliche Körper ist so eine wunderbare Maschinerie. Das ist keine Maschinerie, das ist eine wunderbare Schöpfung. Und das ist so wertvoll, so unglaublich wertvoll. Also dass man wirklich auch Respekt hat. Also vor anderen Menschen auch. Es ist ganz wichtig, das Leben als riesiges Geschenk zu sehen. Wenn du hier in dieser Situation sagst, das ist dir das Wichtigste, was wir mitnehmen sollten. Ja. Ich glaube, dann könnten wir uns alle ein paar Gedanken darüber machen. Ich möchte euch in seinem Namen nochmal danken, dass ihr so viel... Ja, wisst ihr, Freunde, natürlich, der Leroy beginnt ist auch ein bisschen emotional und bla bla bla, aber man muss auf jeden Fall sagen, die Videos, die er gemacht hat, waren immer sehr tiefgreifend und haben auf jeden Fall jemanden mitgenommen, haben dir eine gewisse Stimmung gegeben, die du sonst im Internet selber nicht finden konntest, und deswegen waren Leroys Videos schon immer ziemlich gut. Viel Anteil genommen habt und in den Kommentaren unten auch so respektvoll wart. Das hat ihm wirklich eine riesige Freude bereitet. Ruhe in Frieden, lieber Hermann. Ein Jahr davor ist Josie von uns gegangen. Beim Dreh und so, wie sie den Raum belebt hat, war Josie fit wie ein Turnschuh. Ein paar Wochen später ist sie dann einfach eingeschlafen und nie wieder aufgewacht. Und anders als bei Hermann hat damit niemand wirklich gerechnet, obwohl sie auch uns allen im Video eigentlich klar versucht hat, klarzumachen, dass das eine tödliche Krankheit sein kann. An all diejenigen, die jemanden kennen, die oder der essgestörte Züge hat oder selber essgestört ist. Eine von 10 Magersüchtigen stirbt an dieser Krankheit. Man sollte diese Krankheit ernst nehmen. Das war ein echter Schock, könnt ihr euch vorstellen. Und ich sag's euch, wie es ist, ich wollte das Video erst nicht hochladen. Dann kam es aber zum Telefonat mit Hans und Annette, Josies Eltern. Und die haben ihre Tochter durch die ganze Krankheitszeit begleitet und haben sie besser gekannt als jeder andere. Sie haben zu mir damals am Telefon gesagt, sie hatte eine Mission. Sie hätte gewollt, dass dieses Video gezeigt wird. Mit Hans und Annette bin ich auch heute noch in einem guten Austausch. Hans hat mich zu seinem 50. Geburtstag eingeladen. Und an der Stelle ganz liebe Grüße an euch beide in den Norden. Ihr seid wirklich wunderbare Menschen. Gerade im Internet, Mobbing ist scheiße, und wenn ihr im Internet mobbt, seid ihr einfach bloß schwache Loser. Sorry. Ja. Aber ist so. Josie bleibt in unser aller Herzen schon. Und ihre Message hat mehr als 10 Millionen. Stimmt schon, wirklich. Es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die viel Scheiße reinschreiben im Internet. Einmal weiter scrollen und für immer vergessen, was sie überhaupt geschrieben haben. So. Denkt mal drüber nach, Freunde. Was schreibt ihr so für Kommentare und so weiter im Internet, was ihr gar nicht wirklich bewusst seid, dass ihr es tut? Menschen erreicht. Danke, Josie, im Namen von allen Betroffenen von Essstörungen und ihren Angehörigen. Wir durften Luke kennenlernen, der an einer sehr seltenen Krankheit erkrankt ist und trotzdem ein kleiner Kämpfer ist. Oder Tamara, die mit Down-Syndrom ein internationales Topmodel geworden ist. Solche Menschen haben uns gezeigt, dass wir unser Leben selber in der Hand haben und es am Ende des Tages immer auch eine Frage der Perspektive ist. Ihr erinnert euch doch sicher noch an Ingrid, die gemeinsam mit Marc Gebauer über Armut und Reichtum in Deutschland diskutiert hat. Das Ingrid haben wir übrigens gemeinsam mehr als 6.000 Euro gesammelt.
Und ich sage euch, dieses Weihnachten wird sie dank eurer Hilfe eine Oma sein, eine stolze Oma sein, die jedem Enkel was schenken kann. Und das finde ich wunderschön. Damit die da draußen natürlich auch sehen, wie das Ganze dann am Ende bei dir ankommt, habe ich dir eine Vanillekipferl-Cheesecake-Backmischung gesorgt. Nee, war ich dafür kaputt. Das ist nicht schlimm. Kannst du mit Backmischung was anfangen? Ja, sicher. Da ist doch kein Mehl drin. Boah, hier ist wieder fertig, ne? Oh. Nein, das kann ich nicht annehmen. Du hast gar keine Wahl, Ingrid. Du hast keine Wahl, Ingrid. Und weißt du was? Das sind tausende Menschen da draußen, die an deiner Geschichte Anteil genommen haben und kleinere oder größere Beträge gespendet haben, weil sie gesagt haben, diese Frau hat es verdient. Da gibt es aber in der Welt noch nicht viel Platz. Für diese Menschen bist du so wichtig gewesen, dass sie gesagt haben, das ist deins. So viel habe ich ja noch nie gehabt. Ingrid hat mir auch verraten, dass sie morgen ihren Job aufgeben muss, weil sie es körperlich nicht mehr schafft. Und ich glaube, da kommt das vom Timing her ganz gut. Ja, das stimmt. Dankeschön. Wie man heutzutage noch zum Neonazi werden kann, habe ich nie verstanden. Ich als Rollstuhlfahrer und Mensch mit Migrationshintergrund wäre im Dritten Reich wohl doppelt tot gewesen. Und dass es sich aber lohnen kann, Menschen, die früher Hitlerparolen geschrien haben, wenn sie aussteigen oder wenn sie ausgestiegen sind, eine zweite Chance zu geben, das hat mir Philipp gezeigt. Wie hättest du zu dieser Zeit auf mich reagiert? Aufgrund deiner Hautfarbe, man hätte dich bepöbelt, man hätte das N-Wort dauerhaft benutzt. Auch so, also ihr geht jetzt hier so an mir vorbei und ich sitze hier alleine, trinke einen Kaffee oder so, dann wären solche Sachen gefallen? Ja, wahrscheinlich, ja. Vielleicht einen Rollstuhl umkippen oder so, weißt du, also ja, das wäre schon möglich gewesen. Vielleicht anspucken oder sowas, hätte auch passieren können. Ich war damals 22 Jahre alt und... Boah, auch schon übel, ne? Schon hart. Ich wusste auf der Bahnfahrt zum Dreh mit Philipp wirklich nicht, ob das gut gehen wird. Fast 10 Millionen Menschen von euch da draußen konnten sich später dann anschauen und auch anhören, dass es eine Zukunft gibt, wenn man sich traut, aus Neonazi-Gruppen auszusteigen. Und gleichzeitig aber auch, wie man trotz eigener Vorbehalte einem Aussteiger die Hand reicht, damit er sich irgendwie wieder in die Mitte der Gesellschaft einfindet. Seit unseren Videos hat Philipp hart gearbeitet, mit seinem Verein hunderten Neonazis beim Ausstieg geholfen. Und das ist durch unsere Videos hier unterstützt worden. Deshalb danke dir, Philipp, und danke euch für den Support bei so einem wichtigen Thema. Ich wurde in fast jeder TV-Show gefragt, welches Thema fehlt dir noch? Und meine Antwort... Ich muss auch sagen, so Nazis und so ist auch ein ekliges Thema, Rassismus generell, weil es gibt noch so viele Menschen mit so viel Hass in sich drin. Ob das jetzt deutschen Leuten gegenüber ist oder ja, Nazis anderen Leuten gegenüber, ist schon... Das ist schon krass, wie viele Leute doch irgendwo noch so ein kleines Stück Rassismus in sich tragen, ne? War eigentlich immer dieselbe. Wie muss das wohl gewesen sein, in einem Konzentrationslager zu leben? Das Ganze ist leider heute aktueller denn je. Und dank Frau Dr. Umlauf haben wir auch dieses Thema festgehalten. Auch wenn ihr hier zuschaut und vielleicht schon etwas älter seid, vergesst nie, es sind auch einige junge Menschen dabei, die vom Holocaust noch nichts gehört haben und nicht wissen, was das ist. Ich hätte mir selber damals als Schüler früher genau so ein Video gewünscht. Und deshalb ein großes, großes Dankeschön an alle Lehrer und Dozenten, die immer ganz lieb fragen, ob sie diese Videos hier in ihrem Unterricht benutzen dürfen. Ja, bitte unbedingt, denn genau dafür ist es da. Und ich sage euch auch eine Sache, es braucht motivierte Lehrer wie euch da draußen. Nur so nimmt man als Schüler auch wirklich etwas fürs Leben mit. Wir haben es mit diesen Videos in so viele Schulen und Universitäten geschafft. Und ich sage es euch, wie es ist, darauf bin ich extrem stolz. Jede dritte Frau hat schon mal Gewalt erlebt. Das ist eine krasse Zahl. Und genau wegen solchen Zahlen gibt es hier auf diesem Kanal verschiedene Menschen mit ihren eigenen Missbrauchsgeschichten. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video mit Josephine, die missbraucht wurde und auf Georg getroffen ist, der pädophil ist. Das Objekt der Begierde von Menschen mit einer Sexualpräferenzstörung, gerade mit einer Pädophilie, sind häufig sehr junge Kinder. Und deswegen auch meine Frage, Georg, was sind die Kinder deiner Präferenz? Also welches Alter hast du, wo du sagst, das ist das Alter, wo mich sexuell auch erregt? 8 bis 12. Ganz knapp und klar gesagt, 8 bis 12. Also bis die Pubertät eigentlich anfängt. Wo in der deutschen Medienlandschaft gab es vorher so ein Treffen, so eine Diskussion? Und ja, ich weiß ja, das Video hat viel Aufmerksamkeit erregt und es hat auch viele Leute sehr negativ gestimmt, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, sowas hat man halt davon noch nie gesehen. Und warum hatest du das Video jetzt weg, nur weil es dich gerade abfuckt, dass dieses Video existiert? So, ich meine, das sind Themen, die existieren in unserer Welt. Und das sind wirklich betroffene Leute, die mal offen darüber reden. Das siehst du nirgendwo anders. Die meisten Leute kommen niemals dazu, über sowas zu reden, weil sie Angst haben und Druck haben von egal welcher Seite. Gesellschaftlich, Eltern,
egal was. Ich bin wirklich ich weiß gar nicht, ich finde keine Worte dafür. Es sind 6 Millionen Menschen, Eltern, Kinder, Mütter, die das gemeinsam geschaut haben. Und wer das Video gesehen hat, der weiß heute so viel mehr über das Thema und geht mit einem viel wachsameren Blick durch die Welt. Und was ihr als Zuschauer nicht wissen könnt, ist das, was nach dem Dreh passiert ist. Die beiden haben sich nämlich hier vorne bei uns an der Theke nochmal hingesetzt und gemeinsam einen Kaffee getrunken und sich ausgetauscht über mögliche Präventionsoptionen. Und das war, sage ich euch, wie es ist, das war einer der schönsten, magischsten Momente in meinem ganzen Leben. Es gab aber auch lustige Videos und auch wenn das jetzt erstmal komisch klingt, muss ich an der Stelle Marcel nennen, der sich bei einem Körper in den Pool seinen Rücken gebrochen hat und jetzt gelähmt ist. Da lag ich da und es kam eine Schwester rein, die wirklich sehr hübsch ist, ein super liebes Mädchen, ich kam mit ihr gut klar und die mussten mir halt beim Pinkeln helfen. Kam rein, hat mein OP-Hemd hochgezogen, wie selbstverständlich, ohne was dazu zu sagen. Und ich schaue sie an, ist da Entschuldigung? Die so, ja. Dann soll man nicht vorher erstmal Essen geben, bevor du mich ausziehst. Hast du nicht gesagt? Doch. Die gucken mich an, fängt natürlich voll an zu lachen. Das ist ein unfassbar dramatisches Schicksal. Aber für Mitleid hat dieser Typ absolut keine Zeit. Also der genießt sein Leben in vollen Zügen, da könnt ihr euch sicher sein. Oder auch ein anderes Video, was mir einfällt, ist das mit Bolo. Der war selber ja oder ist Pornodarsteller und der hat uns ja von seinem Pornodarsteller-Casting berichtet. Der ist einfach ein Entertainer gewesen und auch im angezogenen Zustand wirklich unfassbar sympathisch. Man hat als Zuschauer sofort gemerkt, ups, so easy peasy, wie das in dem Filmchen da immer aussieht, ist das nicht. Das hat uns ganz klar gemacht. Und reines Entertainment war es halt am Ende dann doch auch nicht, weil er am Ende eine Mission hat. Er wollte, dass Jugendliche da draußen, die heimlich vielleicht in so eine Art Pornosucht verfallen, auch checken, dass das Ganze, wie es in den Filmen dargestellt wird, nicht viel mit der Realität zu tun hat. Eins ist definitiv mal Fakt. Pornosucht ist schon ein ekliges Thema. Pornosucht ist ekelhaft. Meine letzten 10 Videos gingen gefühlt über Pornosucht. Es ist kein Spaß, Freunde, passt auf vor Pornosucht. Porno ist genau wie jeder andere Film ein Kunstprodukt. Ganz wichtig und ganz entscheidend ist das, auch wenn es in einem oder anderen Pornos so rüberkommt, dass Frauen ja natürlich dann in diesem Porno ja, sexualisiert werden, es aber wichtig ist, dass du das nicht mit in die Realität nimmst. Erinnert ihr euch noch an den 13-jährigen Alex, der vermisst wurde? Der Bitte seiner Mutter sind hunderte von euch nachgekommen und haben in ihrem eigenen Umfeld nach Alex gesucht. Das war wirklich unfassbar und das Ganze ging, bis er schließlich gefunden wurde. Einfach krass. Was meint ihr, wie sich die Mutter von Alex gefühlt haben muss, als sie ihren Sohn dann wieder in den Arm gehalten hat. Und wenn mich jemand fragt, was kann man mit Reichweite denn Gutes bewirken, dann denke ich an genau sowas. Die Unterstützung einer verzweifelten Familie von einem Millionenpublikum hier auf YouTube. Wir hatten auch unglaublich viele Frauenthemen hier auf dem Kanal. Alles rund ums Kinder kriegen oder vielleicht auch nicht kriegen können und aber auch Endometriose. Eine Krankheit, die fast jede 10. Frau hat und das ohne oftmals überhaupt davon zu wissen. Das war, glaube ich, so die schlimmste Zeit dann, weil diese Pille hat einfach dafür gesorgt, dass ich 3 Monate lang durchgehend meine Periode hatte und ich habe dann einfach vor Schmerzen im Bett gelegen, weil ich halt nichts machen konnte, weil ich so schlimme Schmerzen hatte. Für Außenstehende jetzt, die vielleicht eine Freundin haben, die Endometriose haben, nicht böse sein, wenn es vielleicht mal nicht so klappt oder sie keine Zeit hat und einfach versuchen, Verständnis da aufzubringen. Bei so einem Thema ist Aufklärung das A und O. Und das Geniale ist, ihr müsst es nur einmal irgendwie gehört haben und werdet automatisch zu Multiplikatoren. Kommt eure Tochter oder eure Schwester, eure Cousine dritten Grades irgendwann mal zu euch und sagt irgendwie, dass sie sowas Ähnliches hat, so ähnliche Beschwerden oder Symptome, dann klingelt es wahrscheinlich da hinten irgendwo im Hinterstübchen. Und auch als Mann kann ich euch sagen, nach so einem Video mit Lisa fühle ich mich irgendwie auch als Teil des Teams. Ich bin im Boot und kann so ein bisschen mitreden, auch wenn das eigentlich ja nur Frauenthemen sind. Und genau das sage ich euch. Fühlt sich gut an. Und ich glaube, ich habe hier natürlich so viele unfassbar tolle Menschen vergessen, die diesen Kanal ebenso zu dem gemacht haben, was er heute ist. Deshalb danke an jeden einzelnen von euch da draußen. Und ich spreche, glaube ich, im Namen aller Zuschauer hier, wenn ich sage, was man von euch als Menschen lernen durfte. Wie ist das, keine Freunde zu haben? Boah, das war schon ein bisschen Selbstmord, sich da hinzusetzen, ne? Aber das ist genau das, was ich sage. Der hat sich schon bewusst da hingesetzt. So. Wisst ihr, was ich meine, Freunde? Der hat sich schon bewusst dahingesetzt mit. Also der weiß schon, was da abgeht. Und ich spreche, glaube ich, im Namen aller Zuschauer hier, wenn ich sage, was man von euch als Menschen lernen durfte. Welche privaten und bisweilen aber auch intimen Dinge ihr preisgegeben habt. Für all das gebührt euch der allergrößte Respekt. Und wenn ich mich hier selber so reden höre und diese Rückblicke sehe, dann bin ich einfach nur unglaublich stolz. Mein Team hat mit mir zusammen hier etwas aufgebaut, wichtigen Themen einen Raum geschaffen, den sie sonst irgendwie nirgendwo bekommen haben. Und eine Zuschauerin hat es mal ganz schön gesagt. Sie hat diesen Kanal hier so beschrieben als eine kleine Oase inmitten von diesem lauten, negativen Internet der heutigen Zeit. Du, der das Video jetzt vielleicht bis hierhin geschaut hat, wird vielleicht ein bisschen erschrocken sein, wenn er das sieht, was nun folgt. Ich bereite dich kurz mal seelisch so ein bisschen darauf vor. Also du wirst gleich ein paar Äußerungen von anderen YouTubern hören. Es wird auch persönliche Beleidigungen gegen mich geben und aber auch gegen meine Gäste. Also wenn unsere Liebsten krank sind... Entspannt schon wieder Werbung, Jungs. Ja, geil. Also, wenn wir gerade dabei sind, ich weiß, dass einige
Äußerungen vom guten Herr Monte kommen, denn dann schaue ich auch etwas aktiver. Ich weiß, dass der da einige, stärkere Äußerungen hat, sagen wir es mal so. Stärkere Meinungen. Und jetzt will ich nur mal gucken, was der Leroy da so zu antwortet. Deine So, legen wir los. Ich weiß, uns Menschen fällt es immer am schwersten, die Fehler als erstes bei uns selbst zu sehen. Und deshalb fange ich genau mit dieser Aufgabe auch hier heute an, bevor es um irgendwen anderes geht. Denn ich habe definitiv Fehler in 7 Jahren YouTube gemacht und davon nicht zu knapp. Manchmal. Jetzt kommt, glaube ich, der spannende Part. Warte mal, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen auf Standardgeschwindigkeit. Schaffe ich es schneller daraus zu lernen und manchmal dauert es auf jeden Fall auch länger und am Ende des Tages wisst ihr, glaube ich, auch, keiner von uns ist fehlerfrei. Kommen wir als erstes zum Thema Journalismus und beginnen mit einem Fehler, den ich Anfang diesen Jahres gemacht habe. Den Text, den ihr jetzt gleich hört, habe ich damals schon geschrieben und wollte das als Video für euch hochladen mit dem Titel Ich bin kein Journalist. Wie lange wollte ich dieses Video schon machen? Ich habe Lust, ein paar Dinge anzusprechen. Das Video hier ist für alle, die meinen Kanal hier und diese Videos so gerne schauen und genießen. Die anderen dürfen gerne wegschalten. Es wird Gott sei Dank niemand gezwungen, hier zu sein. Ich wurde irgendwann in einem Artikel mal als neuzeitlicher Journalist bezeichnet und ab da auch immer wieder so vorgestellt und dafür auch mal ausgezeichnet. Und das finde ich hochinteressant und das finde ich im Hinblick auf die Jugend auch extrem gut, weil es ist auch eigentlich fast eine Art, nicht eine Art, Journalismus irgendwo. Und da habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe diesen Titel erst hingenommen und mich dann auch selber mal so genannt. Und das war falsch. Ich bin YouTuber und ich hätte es einfach dabei belassen sollen. Ich drehe einfach... Da hat er recht, tatsächlich. Das war falsch. Ist auf jeden Fall auch süß, das jetzt anzunehmen und so hinzunehmen. Weil die Videos, wie ich auch schon in unserem letzten Video gesagt habe, was ja über Leroy ging, die Kritik an Leroy, da habe ich auch gesagt, er ist YouTuber und nicht zwingend Journalist oder Reporter. Der ist einfach da in der Runde drin und lässt die Leute entfalten mit seiner eigenen Art, seine Kunstform sozusagen. Auch nur YouTube-Videos für ganz viele Menschen da draußen, die meine Themen spannend finden. Wenn für jemanden der journalistische Anspruch dabei zu niedrig ist, Themen vielleicht verfehlt wurden, dann tut mir das leid. Ich bin dankbar für das Feedback und an diejenigen, denen das nicht reicht, ihr müsst ja zum Glück nicht einschalten. Keiner zwingt euch. Aber nochmal ein ausdrückliches Sorry, wenn ich irgendjemanden enttäuscht haben sollte mit einem Video oder irgendeinem Thema. Mein Ziel ist es, Menschen zu unterhalten, sie aus ihrem stressigen Alltag abzulenken und in die Lebensrealität von jemandem völlig Fremden eintauchen zu lassen. Ich spreche mit Menschen und das mittlerweile seit Jahren und ich werde das so lange machen, wie ich wirklich Lust dazu habe. Kuss an jeden von euch, der diese Videos hier beim Einschlafen, auf dem Weg ins Büro oder zur Schule, beim Kochen oder auf dem Klo sonst wo schaut. Ihr unterstützt mein Projekt hier und dafür bin ich euch extrem dankbar. Viel Spaß bei dem, was noch kommt. Ja, geschrieben habe ich das Ganze im Frühling, weil ich das Gefühl hatte, hier gibt es etwas klarzustellen. Bis mir dann aufgefallen ist, dass ihr als meine Community die Videos genauso feiert, wie sie sind. Also habe ich mir das Video gespart, weil ich mir dachte, meine Leute verstehen mich und darauf kommt es mir an. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es hätte, glaube ich, niemandem geschadet, wenn... Ja, war vielleicht ein bisschen Faulheit von dir, Leroy, aber sagen wir mal so, wir wissen nicht, ob der Text wirklich schon im April oder so geschrieben wurde, aber... Ob der jetzt gestern geschrieben wurde oder vor einem halben Jahr, ist auch scheißegal. Ich meine, die Entschuldigung haben wir ja theoretisch dafür, dass er einfach kein Journalist ist. Und das sollte eigentlich jedem reichen, weil, ich sag mal so, der Kollege macht YouTube-Videos und über interessante Themen und ist jetzt keinem irgendwie Rechenschaft schuldig. Wisst ihr, der hat keinen umgebracht, so. Also der steht nicht vor Gericht. Ich diese Zeilen damals auch schon genauso erzählt hätte. Also, ich bin kein Journalist. Davon gibt es zum Glück genügend in der Medienlandschaft, nur zu mir passt es einfach nicht. Von meinen über 500 Videos, die ich hier auf YouTube veröffentlicht habe, gibt es in all den Jahren übrigens roundabout 5 Videos, die richtig viel Kritik bekommen haben. Und die Kritik ist mir bewusst und wir werden heute auch, oder beziehungsweise gleich auch genauer darüber sprechen. Das Ding ist, eine Handvoll Videos bei einer Laufbahn von knappen 500 oder lass es von mir aus 20 oder 30 Flops gewesen sein. Genau das zeigt wieder, wie wir Menschen ticken. Wir machen 1000 gute Dinge und dann sprechen wir aber nur über diesen einen großen Fehler. Niemand wird dir danach sagen, was du gut gemacht hast und jeder wird am Ende irgendwie nur auf diesem Fehler herumreiten. Und ich sage nicht, dass alle anderen... Okay, also da muss man tatsächlich sagen, du bist halt auch irgendwo oder du zeigst halt eben einfach auch die Fehler, wenn du sie hochlädst und... Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass Leute gerne auf die Fehler aufspringen. Ich sag mal so, wenn du in deinem Leben 5000 Menschen geholfen hast, dann aber einen extra umbringst, hast du immer noch eine Person umgebracht.
Aber, was man nicht vergessen darf, Leroy hat ja keine Person. Leroy hat ja keine Person umgebracht. Genau darum geht's ja. Anderen Videos perfekt oder fehlerfrei waren. Das waren sie mit Sicherheit nicht. Aber bei all den wichtigen Themen, die ich hier behandelt habe und bei dem, was mein Team geleistet hat, werden hier 4-5 Videos herausgepickt. Vielleicht guckt das hier auch gerade jemand, der mich nicht mag, der meine Videos total kacke findet. Und genau du da draußen, warum guckst du dieses Video überhaupt? Hast du das mal versucht zu reflektieren? Entweder, weil du unbedingt sehen willst, wie ich gleich über den Bullshit bekannter Menschen rede, den Bullshit, den Leute... Ja, das ist halt Hobbylosigkeit, also... Wie Montana... Ich glaube, das ist kein Geheimnis. ...Black über mich erzählt haben und das ein... Hater, bla bla bla, so Sachen halt, ne? Wenn dir was nicht gefällt, schau es dir halt nicht an. Gut ist. Solange der nichts übel Schlimmes macht, irgendwas Kriminelles oder Ähnliches, lass es doch einfach sein, ist doch gut. Für andere ans Licht bringe oder ist es, weil du mich einfach nicht magst und eine Entschuldigung erwartest, die dir am Ende aber sowieso nicht ausreicht, nur um dann einen hasserfüllten Kommentar zu schreiben? Letztes Jahr habe ich das Video AfD-Politiker trifft Transfrau hochgeladen, was sehr kontrovers war. Und das Thema hat verdammt viele Menschen interessiert. Es wirkte leider im fertigen Video so, als hätte ich meine Meinung zu so einem wichtigen Thema nicht gesagt und teilweise sehr kritische Falschaussagen auch nicht berichtigt. Das war vor Ort im Dreh etwas anders. Aber was ich nicht verstehe, also Hannah hat ja, die sagt ja irgendwie nichts anderes. Sie sagt, dass das halt bei ihr auch eine Relevanz hat, dass sie da einfach einen Leidensdruck hat und dem nachgegangen ist. Aber sie sagt ja jetzt nicht, dass sie, wenn sie mit ihren Freunden redet, dass es irgendwie nur darum geht, dass sie irgendwie transgender ist, sondern sie hat safe auch ihre eigenen Hobbys und ihren Kram. Und ich verstehe nach wie vor nicht so ganz den Punkt, dass natürlich irgendwie 98%, 99%, was auch immer, sind Frau und Mann und fühlen sich da total wohl mit. Und dann gibt es halt einfach auch einen Prozentsatz, der sich da nicht zuordnen kann. Das hast du verstanden, da sagst du selber, okay. Aber dass die existiert, darüber muss man doch reden. Warum ist das etwas Schlimmes? Die Welt ist doch bunt. Und dann zu sagen, hier übrigens, das gibt es und das gibt es. Und wenn gerade in den Medien das bisweilen halt noch nach wie vor sehr klar getrennt irgendwie dargestellt wird, hey übrigens, es gibt auch was anderes. Sie hat ja sogar gesagt, es geht überhaupt nicht darum, jetzt ein neues Unterrichtsfach dafür zu machen. Aber wenn wir, ich sage auch, ey, wir sollten viel mehr über Sexualkunde sprechen. Das wird auch so mit Bienchen und Blümchen nach wie vor gemacht. Aber dann noch eine Woche. Aber man kann ja in dem Zuge sagen, okay, und ein Teil davon oder ein Teil von Biologieunterricht ist zu sagen, das gibt es auch. Und daran ist doch nichts verkehrt. Oder zumindest die Erkenntnis, dass das okay ist, dass er nicht falsch ist. Weil es fühlt sich für diese Menschen, fühlt sich diese Welt irgendwie falsch an. Und wenn man vielleicht von irgendeinem Dorf kommt, wo vielleicht jetzt gerade noch nicht alles super aufgeklärt ist und du nicht irgendwie locker easy im Internet sowas dir selber suchen kannst, was als Kind, als Jugendlicher einfach viel schwerer ist, warum soll es dann nicht irgendwie ein Angebot dafür geben, dass gesagt wird, okay, hier, du hast jetzt mal ganz kurz innerhalb von einem Tag vielleicht verstanden, ey, alles, was ich mir an Sorgen gemacht habe die letzten Jahre, das war vollkommen unnötig. Und ich weiß jetzt, dass meine Zukunft, dass ich eine Zukunft habe, dass dieses Gefühl in mir auch ganz viele andere Menschen haben. Das ist der Grund, du hast selber, als du hier ankamst, du hast mich begrüßt und hallo, du hast gesagt, du kennst diese ganzen Videos auf diesem Kanal und bist da voll drin. Gerade darum geht es mir doch bei diesen Videos, dass sich jemand da draußen das anschauen kann und dann sagen kann, ey, krass, ich bin nicht alleine damit auf der Welt. Warum soll das in der Schule gelernt werden, dass ich trans werden kann? Verstehst du das? Es geht darum, dass es das gibt. Und du möchtest, dass darüber gar nicht geredet wird. Ich check das nicht. Du sagst doch selber, dass es das gibt. Du erkennst es an, dass die Welt bunt ist, ne? Sind wir uns einig? Also viel, viel, viel Information auf einmal. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde es auch nicht gut, dass... Also Sexualität sollte man schon eher reingehen ins Thema, vor allem heutzutage, wo es halt noch viel früher den Kindern entgegenkommt. Ich würde aber auch so aufklären, dass sich jetzt umzuwandeln, also sein Geschlecht wechseln zu wollen, der allerletzte Ausweg sein sollte. Und ich finde auch, dass das nicht sein sollte für ein Kind, weil die Realität ist, als Kind, bis du 20, 21 bist, entwickelst du dich einfach noch. Und das ist so ein hartes Thema und es wird so viele Leute jetzt wieder treffen. Oh, wie kann er sowas sagen? Aber die Realität ist, du hast keine genaue Ahnung über dein Leben, bis du 20, 25 bist, sowas um den Dreh. Selbst dann wahrscheinlich nicht, aber dann ist es deine Eigenverantwortung, was du tust mit dir. Aber ich finde jetzt, jemand 12-Jähriges sollte sich jetzt nicht Geschlecht wechseln lassen. Weil mit 12, denk mal drüber nach, wie du im Kopf warst mit 12. Mit 12 warst du am Arsch. Mit 12 waren wir alle am Arsch. Mit 13, 14, 15, da waren wir alle am Ende. Es kann mir keiner in die Kommentare schreiben, dass jemand mit 14, 15 sein Leben voll im Griff hatte und alles übel fit ging und perfekt war. Kann mir keiner sagen.
Das sind einfach zu viele hormonelle Faktoren, zu viele Faktoren von außen. Du musst dich ein bisschen anpassen und gewöhnen an die Welt, in der du lebst. Nee, wirklich. Aber gut, okay. Freunde, wir machen das einfach so. Ich glaube, es ist heute alles gesagt. Ich wusste, dass wir, wenn wir dieses Format machen, auch mal eine Folge haben werden, wo wir jetzt nicht irgendwie uns am Ende die Hände schütteln und auch nicht alle irgendwie glücklich hier rausgehen. Danke, dass ihr trotzdem hergekommen seid und vielleicht bis zum nächsten Mal. Mein Gott, ey. Wahnsinn. Alter. Guck mal, ich versuche das zu vermitteln. Und wenn du zumindest den Punkt gegeben hättest, du musst doch als allererstes mal begreifen, was überhaupt Phase ist. Und das finde ich so schade. War die Lady hier, oder halt die Transe, war die ein Mann oder eine Frau früher? Weil ich denke mal, das war ein Mann früher und ist jetzt eine Frau, weil es sieht ja wirklich aus wie eine Frau. Ne? Das ist echt krass. Nochmal kurzer Callout an die Lady hier. Auf jeden Fall stark gemacht. Und ich habe heute in dem Punkt wirklich verloren, wo du sagst, ja, darüber zu reden ist voll das Risiko. Das ist kein Risiko. Aber dann so einfach zu sagen, ja, die Aufklärung sorgt dafür, dass ich haufenweise Jugendliche umbringen werde. Das ist halt ein verheerendes Statement. Das müsste. Das wäre halt tatsächlich eine mögliche Folge. Ja, eine mögliche Folge. Ja, wenn du sagst, du machst Sexualkunde, dann ist auch eine mögliche Folge, dass plötzlich alle noch Poposex haben und keine Kinder mehr kriegen. Das ist auch eine mögliche Folge. Das ist ja also völlig an den Haaren herbeigezogen. Es ist doch da. Also du gibst doch selber zu, dass es da ist. Und nenn es eine sexuelle Störung. Wenn du Bock hast, dass jeder checkt, dass das eine Störung ist, dann nenn das Störung. Aber dann muss doch zumindest darüber geredet werden dürfen. Weil du klärst doch auch über alle anderen Störungen auf. Im Gegenteil, man muss doch darüber reden. Wir müssen doch anfangen, darüber zu reden. Ich weiß nicht, wie in diesem. Also ich Mann, Alter, wirklich, ich find's so schade, Mann. Das alles war im fertigen Video nicht zu sehen, denn ich wollte, dass Menschen aus allen verschiedenen Lagern sich am Ende. Da muss ich ehrlich sagen, jetzt ohne Scheiß, das habe ich noch nie gesehen bei Leroy, dass er so dagegen hält. Aber das ist genau, wie ich gesagt habe, der Stil von seinen Videos, dass er da halt einfach nicht gegenhält, sondern Leute frei reden lässt und sich ein bisschen entfalten lässt. Damit du als Zuschauer ein genaueres Bild bekommst. Stärkeren Argumenten überzeugen lassen, ohne dass da jetzt so ein Leroy in der Mitte sitzt, der dann noch seine eigenen Argumente reinschmeißt und es am Ende dann wieder heißt, dass ja das Ganze irgendwie unfair war, dass es parteiisch von meiner Seite aus war und ich das Ganze irgendwie verfälscht hätte. Das war ein Fehler, denn dass sich bei so einem Video viele genau diese klare Kante von mir gewünscht hätten, kann ich sogar richtig gut verstehen. Und das würde ich besonders wegen dem folgenden Punkt beim nächsten Mal anders machen. Was ich nämlich selber erstmal lernen musste, ist, dass es eigentlich immer Kacke ist, Politikern eine Plattform zu geben, weil sie natürlich irgendwo immer auch Werbung für sich selber machen wollen. Und unvoreingenommen sein wird dann eben schwierig. Ich weiß nämlich noch selber ganz genau, ich hatte damals auch Anfragen für Politik-Fernsehsendungen rum um dieses Wahlkampfthema und ich habe sie genau aus diesem Grund abgelehnt. Die Falschaussagen, die der Politiker in diesem Video getätigt hat, wurden zwar im Moment der Falschaussage durch eine Texttafel widerlegt. Das heißt, wenn der Politiker gesagt hat, die Erde ist eine Scheibe, dann wurde genau in dieser Sekunde eingeblendet, dass das halt eine Lüge ist. Und das konnte jeder... Alle Flat-Earther gerade rasten voll aus. ...der Zuschauer sehen. Aber das war ein Fehler, denn knapp 50.000... RIP an alle Flat-Earther hier gerade im Chat. ...1000 Menschen ungefähr haben das Video nicht gesehen, sondern nur gehört. Das heißt, sie haben auch diese Texttafeln nicht gesehen und davon überhaupt nichts mitbekommen. Und dann gibt es noch Menschen, die sehen so ein Video, aber lesen so eine Texttafel nicht. Auch wenn die da groß eingeblendet ist, die kriegen das halt dann auch nicht mit. Und genau aus sowas, finde ich, lernt man. Seitdem zum Beispiel gab es auf diesem Kanal mit mir zusammen nie wieder ein Video mit einem Politiker. Der größte Kritiker dieses Videos war Rezo. Wir kannten uns bis dahin nur von einer Party, wo er mir bei ein paar Kaltgetränken seinen Respekt für meine Videos ausgesprochen hatte. Vor einem halben Jahr haben wir beide, lieber Rezo, uns dann wieder gesehen und haben unter vier Augen gesprochen. Ich habe mich nämlich bei dir bedankt für dein Feedback, weil ich das wirklich zu schätzen wusste und habe dir noch so ein paar Hintergrundinfos gegeben. Und du hast dann gesagt, dass du mit diesem Hintergrundwissen viele von den Sachen, die du gesagt hast, so nicht gesagt hättest und hast dich anschließend dafür entschuldigt. Wir haben dann Nummern ausgetauscht, um uns gegenseitig darauf hinzuweisen, wenn aus der Sicht des anderen irgendetwas schiefläuft. Und vor einigen Wochen hast du dann öffentlich Folgendes gesagt. Hat er nicht für Sachen Werbung gemacht, was so weirde, weirde Krypto, so risky Krypto-Geschichten, so Gambling? Du glaubst also, dass ich Krypto-Gambling oder Glücksspiel beworben habe? Also ich dachte gerade, als ihr es im Chat geschrieben hattet, dachte ich noch so, kann das wirklich sein, Casino? Aber offensichtlich ja, Casino. Um so eine Anschuldigung vor 1,7 Millionen Menschen, also ungefähr jedem 50. Deutschen zu verbreiten, muss man sich schon ziemlich sicher sein. Oder vielleicht einfach nur ein bisschen überheblich. Merkt euch das, weil das wird vielleicht gleich wichtig. Hat er das gemacht? Hat Leroy Casino gemacht? Ich habe es nicht mitbekommen. So aus die Richtung Krypto, irgendwas, Hebel, bla bla bla. Was auch immer. Investiert hier,
Die ganze Glücksspielgeschichte beginnt da, wo meine Kumpels Eli, Sydney und Willi ihrer eigenen Community ein Auto geschenkt haben. Ich habe das Ganze extrem gefeiert, weil das einfach schnell 40.000 bis 80.000 Euro sind, die da verschenkt werden in Form eines Autos an einen treuen Unterstützer. Und die Jungs müssten das nicht machen. Dann kam am Anfang Juli diesen Jahres kam Dia auf mich zu. Das ist aktuell der größte deutsche Fußball-YouTuber. Und er meinte, er macht selber ein Gewinnspiel, er stellt selber die Preise und möchte aber meine Community und mich dazu einladen, mitzumachen. Und ich sag's euch, wie es ist, die Vorstellung, dass einer von euch da draußen ein Auto gewinnt, ist einfach cool. Falls du Lust drauf hast, die wollen mit mir ein cooles Gewinnspiel machen und würden mir einen Sportwagen zur Verfügung stellen dafür. Also so ähnlich wie Eli und Sydney und Willi das mal zusammen gemacht haben, da habe ich jetzt gesagt, yo, klingt echt gut und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, das mal mit dir zu machen. Die Leute mussten dann bei diesem Gewinnspiel uns auf Instagram folgen, wo ich denke, das ist fein, weil man kann dann nachher auch wieder entfolgen und hat die Chance auf ein Auto. Das Ganze ist kostenlos. Anstatt einigen anderen Influencern, die dann noch im Gespräch waren, hat er am Ende seinen Bruder Dilly für die Verlosung mit ins Boot geholt, was für mich an sich cool war. Sein Bruder hat zu diesem Zeitpunkt gerade angefangen, sein Interesse für Krypto-Investments auf Instagram zu teilen. Das heißt, erst mit Beginn des Gewinnspiels kam bei ihm regelmäßig Content online. Und als ich gefragt wurde, ob er mitmachen kann, hatte er, glaube ich, 2 Beiträge und irgendwie so 500 Abonnenten. Und ich weiß, dass Krypto an sich so ein verpöntes Thema ist. Aber es gibt halt eine Community, die finden das unglaublich spannend und traden da gemeinsam hin und her jeden Tag rauf und runter. Und die sollen das ja machen. Man muss ja nicht mitmachen. So, also alle Infos bis zu diesem Punkt überspringen Meinungsblogger wie Rezo ganz gerne. Ich habe das Video ja auch gesehen und ich muss sagen, ich musste schon fast schmunzeln, weil jeder, der das besagte Video gesehen hat, weiß, dass ich in dem Video klipp und klar gesagt habe, Leute, Casinos sind dumm, Casinos sind nur Geldverbrennerei, macht es nicht. Bei dem Video ging es um ein Krypto-Projekt, bei dem man investieren kann, man ist im Prinzip Teilhaber von einem Casino. Und genauso habe ich das gesagt. Ich habe in dem Video gesagt, Leute, lasst es sein, spielt kein Casino. Und das habe ich, wie gesagt, in diesem Video gesagt, das kann man heute noch finden. Also halten wir fest, das Ganze ist eine Lüge. Aber stellen wir uns einfach mal vor, Dilly hätte das wirklich gemacht. Wie kann jemand wie Rezo dann öffentlich über mich behaupten, dass ich Glücksspiel- und Casino-Werbung mache? Hat er nicht... Finish Ultimate Plus. Okay. Also, gehen wir kurz zusammen. Er hat bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Leroy hat bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Und das war aber wirklich nur ein Gewinnspiel. Aber was? Ich hab's nicht verstanden. Der andere Dude hat gesagt, das Krypto-Ding ist mit dem Casino. Das Krypto-Teil war mit dem Casino verbunden und den haben die dann auch mit ins Boot geholt. Also vielleicht war das auch wieder eine Sache, wo Leroy nicht ganz so. Ja, nicht so ganz dabei war. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, Freunde. Kann es euch nicht sagen. Es bleibt für spannend. Sachen, es bleibt weiter spannend. Werbung macht was so weirde, so Gambling. Also ich dachte gerade, als ihr es im Chat geschrieben hattet, dachte ich noch so, kann das wirklich sein, Casino? Aber offensichtlich ja, Casino. Das ist so ein... Naja, richtig für Casino-Werbung gemacht hat er da eigentlich nicht, oder? Obwohl? Naja gut, sagen wir es mal so, Leroy behauptet, dass er da nicht so mit drin war. Großer Vorwurf. Ich weiß nicht, wie man das einfach... Dass er das... keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt war es ja dann Werbung für Casino, weil der Dude wäre mit drin. Musst du halt als Influencer aufpassen, wer so mit drin ist bei den Sachen, die du verkaufst. Auch so in die Welt setzen kann vor einem Millionenpublikum und diese ganze Kette, die ich gerade versucht habe zu erklären, einfach überspringen kann. Das ist unfassbar unfair. Also halten wir nochmal fest. Ein bekannter YouTuber lädt mich zu einer Verlosung von einem Auto ein, holt dann noch seinen Bruder dazu, der bis dahin noch keine Social Media... Der bis dahin kein Social Media hatte und dann fängt der Bruder aber an mit Casino Mino und der andere Bruder lässt ihn ja offensichtlich mit rein in dieses Gewinnspiel. Bedeutet, das Gewinnspiel ist somit auch teilweise ein Gewinnspiel mit Casino. Bedeutet also, Leroy, der mit drin ist, ist auch in einem Gewinnspiel drin, das auch mit Casino zu tun hat. Bedeutet, sozusagen bewirbt Leroy mit seiner Community und seiner Reichweite ein Gewinnspiel, das mit Casino zu tun hat. So würde ich es mir jetzt erklären. Der Präsenz und auch kein Content hat, dann beginnt der nach dem Start der Verlosung mit Krypto-Content und dann schnappt Rezo die Info auf, dass der Bruder von dem bekannten YouTuber Glücksspiel bewirbt und am Ende erzählt Rezo vor Millionen Menschen, so locker nebenbei, dass ich Casino- und Glücksspielwerbung mache. Und der Vorwurf, den er einfach so in den Raum stellt, enttäuscht mich krass, weil ich mit so vielen Betroffenen von Spielsucht schon gesprochen habe und für kein Geld dieser Welt so eine Kacke bewerben würde. Du schaffst es, die ganze CDU zu zerstören.
Aber 5 Minuten Recherche zu mir, dessen Arbeit du ja wirklich sehr schätzt, die war nicht drin. Oder ein Anruf oder irgendwie eine WhatsApp, ey, Digi. Naja, Leroy sagt zwar, es ist Casino, aber im Endeffekt ist Krypto. Am Endeffekt hat das Krypto doch mit Casino zu tun, hat der Bruder von dem anderen Gewinnspiel-Teilhaber doch gesagt. Los, bin da vielleicht ein bisschen verwirrt gerade, XD, lol, irgendwas, aber sind wir mal ehrlich, Rezo, ich glaube wirklich nicht, dass du meine Videos ernsthaft besser machen wolltest oder irgendwie den Wunsch in dir hast, dass irgendwas sich an meinen Videos verändert, weil damit verdienst du am Ende des Tages kein Geld. Du möchtest am liebsten einfach nur kritisieren und dich dadurch halt auch wieder profilieren. Ich finde es einfach sehr schade, dass du mir mitten ins Gesicht gelogen hast. Und ich glaube, du weißt, ich schätze dich dennoch dafür, dass du das Ansehen von uns Influencern in der Öffentlichkeit einfach ein bisschen besser gemacht hast. Wenn alle meine Videos journalistisch kompletter Quatsch sind, wenn ich ein absolut der schlechteste Moderator überhaupt wäre und ohne dass ihr mich überhaupt kennt, auch ein wirklich, wirklich schlechter Mensch. Also was wäre dann? Ich glaube, das wäre genau das, was ihr braucht, was ihr euch wünscht, weil genau darüber könnt ihr dann Videos machen. Genau das ist ja euer Content. Ihr macht ja nie etwas Positives. Guckt euch diesen Kanal hier an. Es sind so viele gute Geschichten, wo jemand aus einer schlimmen Situation was Gutes gemacht hat. Darüber habt ihr noch nie gesprochen. Lass uns weitermachen mit einem anderen meiner Fehler. Das war mein Gespräch mit einem Zeitzeugen der NS-Zeit. Ich habe damals verstanden, dass wir eine große Chance haben, die Geschichte festzuhalten und diese Chance in wenigen Jahren aber verpufft, wenn eine Generation von Zeitzeugen einfach nicht mehr lebt. Daraufhin habe ich angefangen, alte Menschen und ihre besonderen Geschichten einzuladen. Und das haben super viele Menschen gesehen und auch mega abgefeiert, weil jedem, der so ein Video gesehen hat, sofort klar wurde, wie wichtig es ist, das festzuhalten, jetzt wo es noch geht. Diese Videos wurden ebenfalls an Schulen und Universitäten gezeigt. Und ich glaube, viele wissen nicht, wie viel dahinter steckt. Man findet nicht mal ebenso jemanden, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und noch fit genug ist, also körperlich und auch geistig irgendwie darüber zu sprechen. Und das Ganze dann am Ende auch noch öffentlich zu tun, wo man selber mit 100 Jahren wahrscheinlich gar kein Handy mehr besitzt. Also die Freude war riesig, als ich die Chance bekommen habe, einen Zeitzeugen des fucking Stauffenberg-Attentats zu interviewen. Ein 100 Jahre alter Mann, der Adolf Hitler und die Nazis damals bewacht hat. Wo lag nun mein persönlicher Fehler bei dem Video? Es gibt Menschen, die erwarten tatsächlich, dass ich einen 100 Jahre alten Mann, der mich zu sich nach Hause einlädt, in die Mangel nehme und ihn für seine Taten. Ja, und genau das ist der Punkt, was ich auch schon angesprochen habe. Ich finde auch, das kann man Leroy nicht vorwerfen. Freunde, mittlerweile, wir sind schon 42 Minuten dieser Reaction drin. Mittlerweile sollte jeder verstehen, von euch Schlawinern da draußen, meine süßen Mäuse. Boah, das wurde gerade ein bisschen intensiv. Mittlerweile sollte jeder verstehen, dass der gute Leroy das eben so als Kunstform nimmt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass hier der Kollege nicht so gerne gegen irgendwen schießt oder so in Person, einfach weil er sehr viel Respekt generell vor Leuten hat und vielleicht einfach auch generell nicht so der Fan davon ist, Leute jetzt anzukacken in Person oder so. Vielleicht ist er einfach auch ein bisschen sensibel und sowas, und ich meine, er hat die Leute auch eingeladen. Und wie gesagt, es ist seine Kunstform, in der er aufblüht, in der er die Leute ein bisschen gehen lässt, auch vielleicht in eine Form, die uns als Zuschauer nicht so positiv fühlen lässt, sondern auch mal in ein paar dunklere Orte reinholt. Aber genau das ist ja der Grund, warum wir diese Videos geschaut haben, Freunde, sind wir ganz ehrlich. Du kriegst ein First-Hand-Review von der Person, wie ihr Leben ausgesehen hat, wie es war, was der Person passiert ist, was da vorgefallen ist, in welcher Situation. Genau das ist das, was eben viele Leute auch sehr abfuckt. Verantwortlich mache, am liebsten sogar direkt einsperre. Bei aller Liebe, aber das ist Bullshit. Denn dann würde so ein Gespräch überhaupt nicht zustande kommen. Und was hätte aber passieren müssen? Ich hätte im Nachhinein nochmal selbst aufs Video draufschauen müssen und an gewissen Stellen vielleicht nochmal nachträglich einhaken müssen oder das Gesagte so ein bisschen einordnen sollen. Und das nicht gemacht zu haben, das war mein Fehler. Also wenn Unwahrheiten über die Geschichte in so einem Video erzählt werden, dann kann ich bei so einem 100-jährigen Mann nicht reingrätschen und sagen, hey, du lügst. Aber ich hätte im Nachhinein halt im Schnitt drauf gucken müssen und dann irgendwie noch was einfügen können. Außerdem stand im Titel, dass er der Leibwächter von Hitler war und nicht die Wache, was eigentlich richtig gewesen wäre. Und das nicht richtig zu schreiben, war natürlich auch falsch. Also er war nicht der Leibwächter an Hitlers Seite, sondern er hat
Hitler bewacht. Auf zu meinem nächsten Fehler. Okay, es kommt irgendwie auch aufs Gleiche hinaus, aber ein bisschen Clickbait vielleicht auf 5%, keine Ahnung. Ich habe nämlich vor 2 Jahren noch zu meiner Zeit bei Funk 2 zu viele Menschen interviewt. Ich kann nicht sagen, ich habe viel Krasses und natürlich auch manch unangenehmen Mensch in den letzten Jahren irgendwo gesehen und kennengelernt, aber das war wirklich der ekligste Dreh. Und warum habe ich mich damals überhaupt dafür entschieden, dass ich so ein Video drehe und das anschließend auch noch veröffentliche? Weil es diesen Missbrauch an Tieren gibt. Das passiert tagtäglich hier in Deutschland und wenn man darüber nicht berichtet, dann passiert... In Deutschland gibt es etwa 10.000 bis 15.000 Menschen, die sich konkret in dieser Szene bewegen. Es gibt Chatforen, mehreren tausend zu vielen, die sich... Mit mehreren 10.000 zu vielen, die sich zu sexuellen Handlungen mit Tieren verabreden. Okay, zweimal geschrieben, aber ist scheißegal. Also ich wusste nicht, dass wir 15.000 Leute haben in Deutschland, die zu viel sind, aber ich sag mal so, bei 80, 85 Millionen ist halt auch irgendwie 10, 15.000 gar nicht mal so viel, ne? Geht es einfach weiter und weiter. Fragt euch doch mal selber, wer von euch kannte dieses Wort oder dieses Thema überhaupt vor diesem Video? Also ich selber, ich konnte mir bis zu diesem Tag, wo ich das gesehen habe, nicht mal ausmalen, dass es Menschen gibt, die so etwas machen. Und das ganze Video wurde damals von mehreren Journalisten abgenommen, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde. Und alle waren derselben Meinung, es muss darüber berichtet werden, damit sich überhaupt irgendetwas ändern kann. Wenn keiner davon Bescheid weiß, dann ändert sich auch nichts und es läuft einfach genau so weiter. Ja. Im Nachhinein hätte das Video aber noch mehr deutliche Worte von mir gebraucht. Und dass die nicht da drinne waren, das war auf jeden Fall ein Fehler. Ich dachte damals, okay, ausnahmslos jeder Mensch da draußen, der jetzt irgendwie zuschaut. Ich frage mich jetzt, das Video heißt ja das Ende. Ich frage mich, ob er jetzt wirklich weitermacht oder ob er wirklich aufhört. Und es interessiert mich wirklich sehr, wenn er weitermacht, wie er weitermacht. Und vielleicht meint er ja, wie die meisten Leute das machen, das Ende von meiner alten Art und jetzt geht's weiter mit der und der Art. Bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und checkt, dass es hier um Tiervergewaltigung geht. Ich dachte, jeder da draußen checkt sofort, dass Menschen, die Sex mit Hunden und Homosexualität versuchen gleichzusetzen, richtig krank im Kopf sind. Als dann das Format Das Treffen dazu kam, schien das die perfekte Gelegenheit zu sein, um das Thema nochmal gemeinsam mit einem Experten aufzugreifen. Einer, der für alle Zuschauer da draußen wirklich deutlich macht, dass Zoophilie falsch und krank ist. Damit auch der letzte Zuschauer draußen, der wirklich überhaupt nichts gecheckt hat, versteht, dass es das gibt und dass es verdammt schlimm ist und wir anfangen müssen hinzugucken, wenn der Nachbar von nebenan irgendwie plötzlich merkwürdige Dinge mit... Ja, es ist halt so ein Cold-Water-Style. Du wirst eben ins kalte Wasser geschmissen. Damit kann nicht jeder umgehen. Oh mein Gott, über was für grausame Themen redet der Leroy da? Mit seinem Hund macht, das muss man verstehen und das kann man nur, wenn man dieses Thema einmal gesehen hat. Es gibt unter meinen YouTube-Kollegen auch ehrliche und korrekte Menschen. Um ein paar Beispiele zu nennen, ein Tim Gabel oder ein Aaron Troschke zum Beispiel, die haben mir ihr offenes Ohr angeboten und mir geschrieben. Oder Markus Rühl, wir haben öfters länger gequatscht und er meinte, Leroy, du bringst Leute zusammen wie kein anderer. Nachdem ich dich kennenlernen durfte, war ich total überrascht, wie entspannt, wie cool und wie fair das hier alles abläuft. Also es ist nicht nur gefaked hier irgendwas, das ist tatsächlich sehr, sehr fair und sehr, sehr menschlich und vielen Dank dafür. Also, ich kann nicht mit vielen Menschen gut reden. Das bist du und das kann ich... Ich finde es ja geil, ne? Der Magus mit der Rolex. Das sieht einfach so geil aus, ne? Dieser Monstermann mit dieser Uhr. Jetzt nur mal sagen, du bist ein sehr angenehmer Diskussionspartner. Aber dann gab es aber auch noch Sophia Thiel, die möchte ich nicht vergessen, denn die wäre sofort aus Berlin gekommen, nur um mich aufzubauen und mich zu unterstützen. Oder Joyce Ilk und Chris, die stehen auch immer an meiner Seite. Also ich muss wirklich sagen, ich kann mich zutiefst glücklich schätzen, auch solche tollen Menschen in der ganzen Zeit kennengelernt zu haben. Und ich habe auch von vielen anderen größeren YouTuber Nachrichten bekommen, die mir geschrieben haben, hey, heute geht's um dich und da versuchen sie dich kaputt zu machen, morgen ist es wieder jemand anderes und genauso läuft das halt. Über die Zeit habe ich auch wirklich viele prominente Menschen kennengelernt. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Jürgen Klopp war, ein JP Performance, ein Lukas Podolski, Pietro Lombardi, wir hatten auch Steffen Halaschka zu Gast. Warte mal. Lukas Podolski. Der Lukas Podolski mit der Richard, auch entspannt. Aber zurück zum Thema. Komm mal kurz weg von den Uhren hier. Leroy-Kollege. Vor allem hast du hinter dir deine Community und das ist ja gerade die Sache.
Natürlich kommen Leute, die da drauf rumhacken. Es wird immer Leute geben, denen das nicht gefällt. Aber solange du doch nichts Grausames, Kriminelles machst, muss man sich doch nicht ein bisschen übernehmen. Man kann einfach mal akzeptieren, dass du eben Videos machst, die, wie ich eben schon gesagt habe, ein bisschen so eine kalte Wassermethode sind. Du wirst eben hingeschmissen in dieses kalte Wasser und du musst eben erstmal gucken, wie du dich zurechtfindest in der Situation. Und das ist eine ganz schwierige Sache, denn damit kommt nicht jeder zurecht. Und das ist einfach so. Aber was man sagen kann, viele Leroy-Videos sind sehr, sehr hilfreich für viele Menschen und geben ein ganz neues Level von Offenheit für bestimmte Themen, die es davor nie gegeben hat. Pietro Lombardi, wir hatten auch Steffen Halaschka zu Gast, der Rapper Samra war auch hier zu Besuch. Samra. Oder ich war sogar bei Basketball-Weltmeister Dennis Schröder. Er und seine Frau Ellen haben mich sogar ein paar Tage zu sich eingeladen nach Los Angeles. Und das war für dieses Jahr für mich persönlich auch wirklich eins meiner Highlights. Und Dennis hat mir auch eine Weisheit mitgegeben. Wenn nur noch 50.000 Menschen solche Videos hier schauen und das von anderen als der Tiefpunkt bezeichnet wird, dann kann ich mich wirklich glücklich schätzen. Mit solchen Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, möchte jeder Moderator gerne reden, sie gerne zu Gast haben und dass sie sich am Ende für mich entschieden haben. Und mein Format, das macht mich wirklich stolz. Vor allem, weil ich weiß, dass diese Menschen sich wirklich zweimal überlegen, wo die überhaupt mitmachen, wo die irgendwas nochmal über sich preisgeben, weil berühmt und wohlhabend sind die sowieso. Und vor allem brauchen die das gar nicht. Die können überall hingehen. Die müssen nicht zu mir kommen. Kommen wir jetzt nochmal zurück zum Thema Zoophilie. Da stand immer noch die Frage im Raum, warum ich das Thema jetzt nochmal gebracht habe. Wir mussten beim ersten Mal es nach einigen Tagen offline nehmen, wegen Jugendschutzbedenken, weil es für junge Menschen einfach zu krass war, was dort so detailliert geschildert wurde. Erwachsene Menschen müssen das jedoch aushalten können, denn nur wer weiß, was Leute ihren Tieren antun, kann auch mitreden und kann auch laut werden für die Tiere und sich stark machen. Deshalb redet jemand wie Marc-Robert Lehmann zum Beispiel auch nicht nur mit irgendwelchen Tierschutzwissenschaftlern, sondern er schleicht sich auch in Schlachthöfe und zeigt seinen Zuschauern genau das Unheil, was dort tagtäglich passiert. Wer das nicht wahrhaben möchte, der guckt meiner Meinung nach einfach weg. Das passiert ja jeden Tag in Deutschland quasi. Sagen wir jetzt hier sitzen, wird das irgendwo in Deutschland dutzendfach passieren, dass Menschen mit Tieren Sex haben. Großes Problem ist, so erlebe ich das als Tierschützer. Wir würden das Thema eigentlich gerne mehr in die Medien bringen. Das ist ja widerlich. Als Schlachter in einem Schlachthof mit einem Tier Sex zu haben. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wieso schleicht er sich in Schlachthöfe rein? Ich meine, es ist ja klar, dass die Tiere da sterben. Vielleicht auch nicht immer ganz regelkonform, aber boah, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das ist so widerlich, ne? Das ist echt ekelhaft. Medien sagen, oh Gott, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ein Schmuddelthema, das ist aber ein Behörden-Schmuddelthema. Wenn Sie sowas beim LKA anzeigen, bei der Polizei, bei den Staatsanwaltschaften, die sind mit Sexualsachen, sage ich mal, permanent befasst, das ist was anderes. Aber wir erleben es bei Medien, bei Behörden, das ist eigentlich ein Thema, das nur aufkommt, wenn irgendwo ein Pferd auf der Weide vergewaltigt wurde, ein Polizeieinsatz gab. An sich wird darüber nicht berichtet. Berichten wir darüber? Ich bin der Meinung, Missstände in Deutschland, im Tierschutz, egal in welchem Bereich, wir hören in die Öffentlichkeit, wir müssen darüber sprechen. Was kann man ändern? Wie kann man es lösen? Was muss die Politik machen? Oder was müssen zum Beispiel Online-Plattformen machen? Dass sowas okay, ich bin echt überrascht davon, an was für ein Punkt wir Menschen teilweise sind, dass der Dude hier gerade öffentlich vor Millionen von Leuten darüber reden muss, dass ein Pferd vergewaltigt wird. Boah, Freunde, es gibt wirklich verrückte Menschen, aber vergesst nie, es gibt auch gute Menschen. Wahrscheinlich mehr als schlechte Menschen, aber gut, was soll's. Nicht mehr möglich ist. Und genau das ist der Zwiespalt für uns beide, nämlich, dass es auf der einen Seite problematisch ist, einem zu vielen die Plattform zu geben, weil er sich dann äußern kann, aber das Thema auf der anderen Seite nirgendwo die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht, damit endlich was unternommen wird. Und als das erste Video weg war, dann war auch das Thema einfach wieder, wo es vorher war, nämlich unterm Tisch. Und im zweiten Video hatten wir dann den Tierschützer als Experten dabei. Der hat den Hundeficker komplett auseinandergenommen, der hat den platt geredet. Was hat Leroy gerade gesagt? Der hat den Hunde... Das muss ich mal hören, sorry, Freunde. Ein Tierschützer als Experten dabei, der hat den Hundeficker komplett auseinandergenommen, der hat den platt geredet und geil. Wir haben im Schnitt auch noch ganz viel von dem Müll, den der Hundeficker erzählt hat, rausgeworfen. Und dann gibt es Menschen wie Montana Black. Er denkt zu dem Video Folgendes. Ja, gehe ich jetzt. Da muss ich auch kurz sagen, bevor wir jetzt dem Until Monke zuhören. Ich weiß, dass Monte ziemlich viel auch darüber geredet hat, dass Leroy den Leuten ja die Plattform bietet, aber also der hat ja auch zum Beispiel mit der militanten Veganerin und Markus Rühl. Aber das ist halt die Sache, wo wird sonst über solche Themen geredet? Und man kann natürlich sagen, muss man über jedes Thema reden? Und ich denke, eine klare Antwort darüber sollte sein, ja. Weil, ich meine, das passieren schlimme Dinge. Und über die schlimmen Dinge muss man reden und man muss irgendwas finden für diese schlimmen Dinge. Eine Lösung, eine Regelung, eine
Normalisierung und deswegen muss über diese Themen geredet werden. Natürlich bietet er halt leider die Plattform für diese Leute, aber ich bezweifle es, dass der Hundefucker, ich weiß nicht, wie ich das hier so ein bisschen Canceling, Anti-Canceling-mäßig sagen kann, aber der Hundefucker, wie der jetzt, also ich bezweifle, dass der Hundefucker, dass der jetzt seine Plattform bekommt und auf einmal 1 Million Menschen sich denken, geiler Typ, Digga, den folge ich jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Genauso mit der militanten Veganerin. Diese Leute sind einfach verrückt. Und denen werden eben keine Milliarden Menschen folgen für immer. Und die werden keine Unsterblichkeit erhalten mit verrückten Zügen und so. Leroy, das erste Mal persönlich als Typ. Irgendwann wird das Ganze einfach langweilig und man wird müde. Mensch, also privat gehe ich ihn jetzt an. Leroy, ich habe mal eine Frage, okay? Bist du menschlich gesehen wirklich so schmutzig? Lieber Monte, ich finde solche Menschen und ihre ekligen Neigungen auch wirklich abartig. Für dich gibt's jetzt trotzdem nochmal einen knallharten Faktencheck. Tausende Hunde werden in Deutschland jeden Tag sexuell missbraucht. Und im originalen Video sage ich Folgendes. Freunde, so ein Video heute machen wir, um auf den Missbrauch von Tieren aufmerksam zu machen. Woran hast du denn festgemacht, dass das jetzt gerade einvernehmlich ist? Weil es fehlt ja genau dieser Punkt. Ich denke, wie machen das... Halt's Maul, Digga. Der Dude sagt jetzt wirklich, dass das einvernehmlich ist mit dem Hund. Unglaublich. Ich sehe schon, wie der Kollege hier links sich zusammenreißen muss. Warte mal, gebt euch das mal. Seht ihr, wie der sich zusammenreißen muss? Das ist unglaublich. Ich will also jetzt ohne Scheiß... denn Menschen? Menschen sprechen die, darüber... Die machen vorher einen Vertrag. Menschen machen keine... Der Bastard, wirklich. Verträge, wir brauchen sie ja nicht ins Lächerliche ziehen, aber Menschen sprechen darüber. Dieser Clip ist wahrscheinlich neu für dich. Das wäre aber nicht, wenn du nicht total faul... Aber du siehst einfach bei dem Typ, der ist halt ohne Scheiß, Freunde. Man sieht direkt, der ist halt einfach am Arsch, so wie der redet. So, der weiß selber, dass der am Arsch ist und deswegen versucht das ins Lächerliche zu ziehen, aber der hat kein schönes Leben, vergesst das nie. Alle Leute, die solche Sachen tun, haben kein schönes Leben. Selbst wenn es das Einfachste von allem ist, und zwar später zusammen eine schöne Familie zu haben. Wenn du so eine Person bist, die solche Sachen tut, ob du jetzt hier Menschen missbrauchst oder Tiere, du wirst kein schönes Leben haben. Und ich denke, das ist die Befriedigung, die du haben kannst. Als missbrauchte, misshandelte Person zu wissen, dass das Leben trotzdem schön ist und diese Leute leider wirklich einfach gestört sind. Dass die einfach nicht so weit denken können, weil sonst würden die sowas nicht tun. Menschen sprechen darüber. Dieser Clip ist wahrscheinlich neu für dich. Das wäre aber nicht, wenn du nicht total faul eine Reaction geguckt hättest, sondern dir einfach mal die Mühe gemacht hättest, das Originalvideo zu sehen. Dann hättest du dir auch wirklich viele von diesen dummen Aussagen gespart und die Lügen aus der Reaction nicht auch noch weiter bekräftigt und weitergetragen. Wie kann ich denn mit meinem guten Gewissen ins Bett gehen und nicht diese Person anzeigen, die ein Tier verletzt? Aber in dem Fall ist Leroy sogar Mittäter. Denn er weiß, er hat eine Person sitzen, die aktiv seinen Hund verletzt. Und anstatt dagegen etwas zu unternehmen, ist es ihm am Ende des Tages, ich will nicht sagen egal, aber er unternimmt dagegen nichts. Er weiß, dass es aber passiert. Also ist er in dem Moment auch einfach der Mittäter für mich. Woher weißt du, Goofy, das denn? Hast du mich mal gefragt? Anstatt mir irgendwelche kranken Mittäterschaften zu unterstellen, eine einzige Nachricht, dann hätte ich dir sofort gesagt, dass der Typ, dieser Hundeficker, schon mehrfach angezeigt wurde, ohne Erfolg. Es fehlen einfach die passenden Gesetze, damit die Polizei was machen kann. Aber danke für deinen sinnvollen Beitrag. Und das muss man sich mal reinziehen. Du nennst mich vor einem Millionenpublikum einen Mittäter von so einer kranken Scheiße. Also das geht nicht in meinen Kopf, ehrlich. Was bringt es dir, einen Haufen Leute reinzuholen, die etwas zu sagen haben oder der Meinung sind, dass das, was sie sagen, richtig ist, wenn da nur jemand sitzt, der die ganze Zeit krass, ja, Amen, bla, sagt, aber kein Experte da ist? Weil letztendlich, wir leben in der Internetwelt, okay? Was ist am meisten Geduld, also was wird am meisten akzeptiert, gerade auch in der deutschen Community, wenn deine Aussagen widerlegt werden durch einen anerkannten Experten, Wissenschaftler etc.? Alle Videos, alle Faktenvideos, alle Aufklärungsvideos, die gut sind, sind immer unterlegt von Fakten, von wissenschaftlichen Studien, von Experten, immer. Da sitzt ja doch der Profi. Hör ihm mal zu, vielleicht lernst du dabei noch irgendwas. Aber stattdessen gibst du irgendeinen Brei von dir. Niemand kann ein Tier fragen, ob er eine Beziehung mit einem Mensch eingehen möchte. Das ist einfach ein Wunschdenken. Und ich würde so weit gehen, das zu vergleichen. Das gleiche haben wir bei Pädophilen, die sagen, wir mögen Kinder. Ich habe eine Liebesbeziehung mit dem Kind. Ein Kind kann keine Liebesbeziehung eingehen. Und ein Hund kann es auch nicht. Wir können weder ein Kind noch ein Hund kann man fragen, ob er eine Beziehung eingehen möchte. Sie verstehen zum Teil nicht, was mit ihnen passiert. Und Tierärzte bestätigen, dass diese Tiere Verhaltensstörungen haben und dass es wieder der Natur ist, dass Menschen mit Tieren Sex haben. Und ich würde sagen, ich habe in den letzten Jahren wirklich sehr viel Sinnvolles
Sinnvolles mit meiner Reichweite angestellt. Und ich sag auch, dass du sehr viele Menschen mit Sicherheit entertaint hast. Aber du hast gleichzeitig auch so viel Bullshit von dir gegeben und Dinger verzapft. Also du bist wirklich der allerletzte auf ganz YouTube, der wirklich über Fehler von anderen reden sollte. Jetzt hat er ein Statement angekündigt vor 4 Tagen oder so, wie so ein Rap-Song in seiner Story. Er hat gepostet, so in 2 Wochen poste ich ein Statement, wo ich mir dann denke, so, ey, machst du da gerade Promo-Phase draus? Oder? Also was willst du jetzt in 2 Wochen die überlegen? Die Fehler, die du getätigt hast, sind doch ganz offensichtlich. Okay, vielleicht ist er gerade im Urlaub, whatever, das glaube ich jetzt aber nicht. Ja, genau so war es. Ich war 2 Wochen im Urlaub. Eine Nachricht von dir und ich hätte dir das sofort beantworten können. Was machen wir denn jetzt mit der Unterstellung, das Ganze hier wäre eine Promo-Phase gewesen und hätte deshalb 2 Wochen gedauert? Wirst du dich dafür entschuldigen? Ich glaube nicht, so wie ich das in der Vergangenheit von dir gesehen habe. Eher gehst du jetzt einfach darüber hinweg oder versuchst das irgendwie klein zu reden. Aber hier steht jetzt ein Vorwurf einfach so im Raum. Hä? Was für ein Cringe-Scheiß, Digga. Top 30 reichste Leute. Ja, cool Story. Warum hat man das in seiner Biografie stehen, Digga? Freunde, mir fällt es wirklich schwer, hier nicht irgendwie beleidigend zu werden. Und ich möchte das auch nicht. Aber versetzt euch mal vielleicht ganz kurz in meine Lage. Da ist jemand, der verbreitet vor Millionen von Menschen absolute Scheiße über dich. Und du kannst nichts dagegen machen, weil ich werde niemals alle diese Menschen erreichen können und sie über die Wahrheit aufklären. Und ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Das Einzige, was wirklich cringe ist, ist, wie blöde du bist, dass du nicht mal diese 3 Sekunden auf Google gehst und guckst, was Forbes überhaupt macht. Die zeichnen nicht. 2011 publiziert Forbes die unter 30 Liste, die spannendsten Menschen unter 30 Jahren aussehen. Das ist gerade wegen ihres Alters. Die reichsten Menschen aus. Denkst du, ich gehöre zu den 30 reichsten Menschen unter 30? Nein, die zeichnen einflussreiche Menschen aus. Und wenn etwas cringe wäre beim Reichtum, dann wäre es dein Reichtum, wie du nämlich reich geworden bist. Was passiert hier? Holy shit, das sind bis jetzt 4. Hello Fresh. Hello Fresh Boys. Ja, also ich sag mal so, der Krieg von Leroy und Monte ballert auf jeden Fall. Muss halt sagen, für mich als Monte-Fan ist es, also Monte-Fan ist das vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich gucke Monte jetzt wirklich schon seit Jahren. Also nennt mich ruhig Monte-Fan, das ist okay. Es ist natürlich, also natürlich nimmt man eine gewisse Meinung an von dem Streamer, YouTuber, den man schaut. Leider Gottes, aber ich denke, wichtig ist trotzdem immer zu differenzieren zwischen der Meinung dieser Person und deiner Meinung. Und keine Ahnung, das Leroy-Video existiert zur Aufklärung. Was willst du da machen? Ich meine, der wird schon seine Gründe haben, warum jetzt auch dieser so viele Dude da am Start ist. Und wenn der wirklich auch schon mehrfach verklagt wurde oder angeklagt wurde und einfach nichts passiert ist und einfach die Beweislast fehlt, macht es halt einfach auch keinen Sinn. Aber das ist halt auch Monte so. Die Anschuldigungen kommen halt einfach etwas schneller raus bei ihm als vielleicht bei dem einen oder anderen. Euro. 28.900 Euro! 28.900! Ja, das ist halt auch so eine Sache mit dem Casino, nur da kann man noch Jahre drüber reden. Euro, Digga. Statt dass du in Streams irgendwie versuchst zu philosophieren, was ich vielleicht verdiene, solltest du lieber mal schätzen, wie viele Menschen du, lieber Monte, als Casino-Junkie in die Spielsucht getrieben hast. Wie viele Familien durch Spielsüchtige machen etwa 5% aller Selbstmorde aus. Laut einer neuen Studie riskieren pathologische Spieler mehr als ihr Geld. Sie verüben auch 3-mal öfter Suizid als Nichtspieler. Ja, Spielsucht ist crazy. Spielsucht ist crazy, Mann. Und ich meine, was man da auch teilweise hört von Monte, wie viel der da in dem Casino wegballert, ist halt auch schon brutal, ne? Durch deine Streams zerstört worden sind und wie viele Menschen sich durch die Sucht, den Verlust und die Ich kenne selber so viele Freunde, die auch teilweise wirklich durch Montana Black oder andere Streamer, Knossi, vor allem Knossi. Ich meine, Knossi hat früher jeden erreicht. Jeden. Vor allem so im Alter von 12 bis 20, 25. Ich war mal auf meiner alten Arbeit, damals in Wiesbaden noch. Da war ich Kellner und da kamen so 2 11-jährige Jungs rein. Die kamen so an Tresen und die meinten so, ja, wir wollen Casino spielen, Mann. Wir wollen Casino spielen. So wie der König, wir wollen Casino spielen. Und dann, ich bin dann zum Tresen gegangen, hab zu den Jungs gesagt, Jungs, verpisst euch, was wollt ihr hier? Ich habe jetzt nicht zu denen gesagt, verpisst euch, weil die waren 11, aber die sind dann auf Ernst. Ich habe die weggeschickt, die sind wiedergekommen und haben versucht, den Automat anzuwerfen. Man braucht halt immer so eine Karte dafür, die man so einstecken musste in den Automat rein. Man hat so eine Spielkarte gebraucht, damit nicht jeder random Automat spielen kann. Also es ist schon... Ich glaube, ein Monte oder auch ein Knossi unterschätzt sehr, was für eine Gefahr das hat.
Und auch ihr als Zuschauer unterschätzt das vielleicht sehr. Weil ihr euch denkt, yo, alles unter Kontrolle und ein paar Mal spielen im Monat ist ja auch nicht schlimm. Ist es auch nicht, aber häufig bleibt es halt nicht dabei. Und die Sucht ist halt schon übel. Und man könnte jetzt sagen, du hast selber Schuld, wenn du es machst. Hast du auch. Aber um es kurz zu fassen, Freunde, Spielsucht und vor allem Casino ist hart und ich habe auch echt selber viele Freunde, die da übel hängen geblieben sind und teilweise 50, 100 Euro am Tag ausgeben für Spielsucht, Mann. Das ist echt grausam, weil es auch so zugänglich ist. Aber auch diese Leute, die ganzen Automatenhersteller und so, die verdienen halt auch ihr Geld, ne? Was willst du machen? Die daraus resultierende Hilflosigkeit ihr Leben genommen haben. Und wer denkt, dass ich jetzt übertreibe? Internationale Studien zeigen, dass abhängig vom Erhebungssetting zwischen 19% und 62% der Teilnehmenden mit pathologischem Glücksspiel Suizidgedanken und 10% bis 26% einen Suizidversuch unternommen haben. Wer vor 100.000 teils minderjährigen Zuschauern Glücksspiel bewirbt und sich dann als moralische Instanz aufspielt, ist nicht nur spielsüchtig, sondern hat vielleicht auch noch ganz, ganz andere psychische Probleme. Monte, du hast Millionen gemacht mit Livestreams, die nur ein Ziel hatten, andere Menschen zum Zocken zu verleiten. Denn das Kranke ist, ich weiß, dass Casino-Streamer an dem Verlust ihrer Zuschauer beteiligt werden. Das heißt, ihr meldet euch über den Link von dem Streamer an und der Streamer bekommt, wenn ihr dann, weiß ich nicht, 2.000 Euro verzockt habt, einen Anteil von dem Geld. Also je mehr ihr verzockt, desto besser. Wie ekelhaft kann man sein, um so etwas jahrelang zu machen? Wenn ich sehe im Internet, dass ein Montana Black Werbung macht, ja, Leute animiert zu spielen, ist das für mich, ich sag das mal ganz grob, Dreck. Das ist gefährlich. Es gibt da im Internet, es gibt keine Überwachung, es gibt... Stabil mit der Batman am Start, am Handgelenk. Überhaupt keine Regel, ob jemand 18 ist. Derjenige kann überhaupt nicht bremsen. Leute verlieren Geld, das sie nicht haben. Also... ich war schockiert. Und wie geht es eigentlich den Betroffenen von Glücksspiel, also teilweise deinen eigenen Zuschauern, die durch dich in die Spielsucht gekommen sind? Die haben direkt gesagt, ich soll in die geschlossene Psychiatrie, weil ich auch von meinen Suizidgedanken gesagt habe. Genau so. Der wäre einer meiner Kollegen, die voll am Arsch sind durch Casino, wirklich. Das wäre so einer. Aber das hat jetzt für mich keinen Sinn mehr. Und von da aus bin ich in die geschlossene Psychiatrie gekommen. Geht dir gerade sehr nah, ne? Ja, Jungs. Mario hat mir mal gesagt... Hättet ihr mal nicht euer Kellner-Trinkgeld außen geben, Mann. ...dass der Auftritt hier auf diesem Kanal ihm den finalen Kick gegeben hat, den er brauchte, um aus der Sucht herauszukommen. Und jetzt würde mich aber interessieren, wie ist dieser Weg daraus für dich möglich gewesen? Was hat dir am Ende geholfen? Zum Ersten würde ich sagen, das Video an sich oder unser Gespräch. Dass ich mich überhaupt geoutet habe und das erste Mal öffentlich so darüber gesprochen habe. Und ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann gibt es keinen Weg zurück. Und zum Glück ist das Online-Casino-Zocken für Streamer in Deutschland heute verboten. Guck mal, was ist das für ein Scheiß denn? Vom Blitz getroffen trifft Bimbo-Girl. Hä? Wo ist denn da der Kontext? Was ist denn das für eine Scheiße, Digga? Was hat denn die Frau, die vom Blitz getroffen worden ist, der Person zu sagen, die ein Bimbo-Doll ist? Und die Scheiße wird 1,5 Millionen Mal geklickt. Da seht ihr einfach, wie verblödet unser Deutschland ist. Alter, der Einzige, der verblödet ist, das bist wirklich du, Bro. Du urteilst über ein Video, das du nicht einmal gesehen hast. Es geht in diesem Video um Schönheitsideale in Deutschland. Jeder hat sich, glaube ich, schon mal die Frage gestellt, ob er gut aussieht. Und der Austausch von Jesse und Lena ist einfach mega stark. Und das sag nicht ich, das sagen 1,5 Millionen Menschen, die du verblödet findest. Was denkst du denn so spontan, wenn du jetzt ein paar Sachen hier von Jessie gehört hast über ihre OPs? Ich glaube, so ein bisschen wie mit deinem Outfit. Ich würde es mir nicht antun wollen für mich, aber ich glaube, das ist, weil es halt nicht wie bei dir die Priorität hat bei mir. Ich kann es absolut verstehen, gerade wenn man eben viele OPs hinter sich hatte, gesundheitlich. Und wenn man eben so viele negative Erfahrungen macht, dann kann ich absolut verstehen, dass es sinnlos klingt, was ich jetzt mache, dass ich meinen gesunden Körper diesen Stress eben antun. Der OP ist ja wirklich auch Stress für den Körper, mit der Hose und allem. Also ich kann den Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen. Wie gut ist das bitte? Danke an euch Mädels und Monte. Ich glaube, du solltest vielleicht einfach mal zum Arzt gehen. Wie kann man so cholerisch werden und gleichzeitig noch so einen Müll reden? Das ist einfach wow. Und das Ganze Scheiße zu nennen, damit beleidigst du mich, womit ich leben kann, aber du beleidigst auch meine Gäste, die sich Zeit nehmen und unfassbar private und teilweise verletzliche Dinge offenbaren und damit auch wirklich einen Mehrwert liefern. Die darfst du nicht beleidigen, ganz einfach. Die Thumbnails sind irgendwie schamlos. Jo, stell dich da mal so hin, dass man dann dein nicht vorhandenes Bein sieht. Jo, Tim, stell dich mal so hin, dass man dein nicht vorhandenes Bein sieht. Okay, da hat Monte wirklich ein bisschen übertrieben jetzt mit den Thumbnails. Also, der rennt ja durch, ne? Der sucht sich einfach nur noch alles, ums Platz zu machen. Ich verstehe, was er meint, aber auch da ist er gerade einfach ein bisschen getriggert. Also, ist jetzt kein First-Timer, dass ein Montana Black etwas getriggert wird und minimal drüber schießt über das Ziel.
deinen Worten steckt die pure Abwertung von Menschen mit Behinderung. Wie soll ein Mann wie Tim, der nur ein Bein hat, denn sonst auf so einem Foto stehen? Oh, da hat Leroy aber jetzt was erwischt, Monte. Oh, Jungs, das wird gerade ein bisschen, sehr unfaktisch. Das wird gerade einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Krieg, aber das hätten ja auch untereinander klären können, so. So, dass es für... Aber ich meine, Libra muss drauf eingehen. Was willst du sagen? Libra muss drauf eingehen. Dich normal aussieht, also so, als hätte er zwei Beine? Und erklär mir mal bitte, wie kannst du in diesem Kontext über schamlos sprechen, während es für behinderte Menschen oft ein Leben lang genau darum geht, die eigene Scham wegen diesem Handicap irgendwie zu überwinden und sich nach draußen zu trauen. Und ich selber weiß sehr gut, wovon ich rede. Hättest du mal ein paar meiner Videos geschaut, dann wüsstest du das auch. Überleg einfach mal, wie stark wäre es gewesen, wenn du deine eigene Reichweite hin und wieder mal für behinderte Menschen eingesetzt hättest. Stattdessen höre ich von dir nur Gemeckere, irgendwo aus so einem einsamen Keller irgendwo in Buxtehude. Und von da aus zu meckern, ich glaube, das ist richtig leicht. So ein Verhalten ist charakterlich einfach ganz, ganz unten. Und ich will damit gar nicht sagen, dass alles, was du machst, scheiße ist. So, ich finde das auch manchmal ganz lustig. Aber das, was ich hier gerade gezeigt habe, das geht einfach nicht. Vor einem Millionenpublikum so eine Scheiße über jemanden zu erzählen und dann einfach zum nächsten Video zu gehen oder zu sagen, ja, das ist nebenbei, das ist Nebensache. Nein, das ist einfach nicht korrekt. Also eine Lüge in die Welt zu setzen, das ist leicht. Aber danach die Courage zu haben, sich hinzustellen und das zuzugeben, sich zu entschuldigen, das machst du nicht. Und du wirst auch nicht alle Zuschauer erreichen können. Das ist ja das Problem an diesem Schaden. Sprich einfach mal mit den normalen Menschen auf der Straße, die jetzt keine, weiß ich nicht, 50.000 Euro pro Monat verdienen, die gemobbt werden, die ausgegrenzt werden wegen Behinderung, Armut, Religion, die wegen ihrer Herkunft ausgespottet werden. Sprich mal mit Müttern, die ihre Kinder ganz alleine großziehen müssen. Oder mit Kindern, die gar keine Eltern haben. Oder der Grüße raus an meine Mom. Deren Eltern Drogen nehmen. Aber ich muss wirklich sagen, die meisten von euch da draußen haben ein wirklich geiles Mindset. Das habe ich durch die jahrelangen Begegnungen mit euch auf der Straße erlebt. Und ich glaube, das ist in der ganzen Zeit der größte Segen gewesen. Weil ich sehe das ja auch bei meinen Fußballkumpels zum Beispiel. Wenn die heute mal den Elfmeter verschießen, dann kriegen die halt hämische Kommentare. Oder die Rapper werden dann von irgendwelchen jungen Zuschauern von hinten beleidigt und das finden die dann richtig cool und lustig. Und solche Begegnungen hatte ich halt nicht. Also diese kurzen Gespräche oder auch manchmal auch längeren Gespräche mit euch auf der Straße, da ist wirklich viel, viel Liebe und Respekt drin gewesen. Teilweise auch richtiger Tiefgang. Und da war alles dabei von danke einfach nur für deine tollen Videos oder ey, meine Tochter hat selber Magersucht und das Thema zum Beispiel rund um Josie hat unserer ganzen Familie geholfen, damit umzugehen. Und ich kann euch so viele Geschichten erzählen, wo Zuschauer oder Zuschauerinnen, die mir auf der Straße begegnet sind, dann auch Tränen in den Augen hatten. Egal ob alt oder jung, die hat irgendein Video dann so sehr berührt, dass sie so viel Emotionen dann gezeigt haben. Und das sind für mich hunderte Begegnungen. Das ist, glaube ich, wirklich der größte Segen an so einer Arbeit, wenn man solche Erlebnisse sammeln darf. Ich glaube, der verrückteste Ort für so eine Begegnung war letzte Woche, als ich in Südafrika war. Da bin ich mit einem Guide durch so ein Township gegangen, habe so eine Tour gemacht und nur so am Rande. Ich glaube, das ist wirklich eine super wichtige Erfahrung, die ich jedem von euch wünsche, weil das öffnet einem wirklich die Augen. Aber genau, an so einem Ort, irgendwie 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt, treffe ich dann auf eine, ich glaube, sie war so ungefähr 50-jährige deutsche Frau, die sich wiederum total bedankt für die Videos. Was ich aber wirklich erstmal lernen musste, ist, dass man es nicht jedem auf dieser Welt recht machen kann. Eigentlich möchte ich, dass jeder... Das ist ja gerade die Situation, in der er sich gerade befindet. Du kannst es halt nicht jedem recht machen, ne? Der jetzt mit mir zum Beispiel so ein Video dreht, die Erfahrung genießt und Spaß am Interview hat und wenn das fertige Video online geht, das dann natürlich auch feiert. Aber das klappt halt nur in 9 von 10 Fällen. Hallo ihr Lieben, ich bin die Fabi und ich durfte in einer der allerersten Wie ist das Folgen dabei sein zum Thema Wie ist das blind zu sein und es war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich auf YouTube sonst vorher noch nie auf einem anderen Kanal außer meinem eigenen was gemacht habe und der Leroy, der fängt einen so doll und super auf, der ist richtig bei einem, wenn er mit einem spricht, interessiert sich für einen und das Coole ist, einige von euch sind auch immer noch an meiner Geschichte interessiert und supporten mich. Also hier mein kurzes Feedback zum Video mit Leroy. Also mir haben die Dreharbeiten wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch sehr, sehr heftig, wie viele Leute überhaupt zugeguckt haben. Ich fand auch, also als ich vor dem Video zu Leroy meinte, dass ich etwas aufgeregt bin, fand ich, dass er damit sehr gut umgegangen ist. Ich muss ehrlich sagen, dass die Dreharbeit zu der Wie ist das Folge, wo ich drin war, sehr gut und sehr angenehm verlaufen ist. Leroy hat mich von der ersten Sekunde an sehr willkommen und auch sehr herzlich begrüßt. Er war sehr zuvor. Die Lady hat eine krasse Körpersprache. Das nimmt mich gerade auseinander. Achte mal drauf.
Leroy hat mich von der ersten Sekunde an sehr willkommen und auch sehr herzlich begrüßt. Er war sehr zuvorkommend. Wir haben kurz vor dem Dreh angefangen, ein bisschen zu reden, über verschiedene Themen, ein bisschen Smalltalk geführt. Auch während dem Dreh haben wir immer mal wieder Pausen eingebracht. Und im Großen und Ganzen fand ich das Ganze sehr locker und sehr rund. Ich muss sagen, dass hinter diesen Videos wirklich sehr viel Fleiß und sehr viel Arbeit steckt. Ich möchte hier einmal ein riesen Dankeschön an euch aussprechen. Danke, dass ihr eure Reichweite so toll ausnutzt für Menschen wie ich, die vielleicht keine Stimme überall haben. Yo, was geht? Ich bin Mike aus dem Video, wie ist das Heroin zu nehmen? Erst einmal vielen Dank für euer positives Feedback. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Das kommt mir vor wie gestern, dass wir dieses Video gedreht haben. Es war echt ein lustiger Tag. Ich bin Leroy sehr dankbar dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, so zu einer großen Masse an Menschen sprechen zu können und auch zu meiner Geschichte zu stehen, weil es mich sehr viel Überwindung gekostet hat. Aber ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Also ich bin total zufrieden damit gewesen. Ich wollte kurz Danke sagen für das Video. Ich finde das Ergebnis richtig gut. Mir schreiben so viele Leute, dass das denen, ja, denen Freude gibt oder Freude macht und den viel gibt, dieses Video, und das freut mich total. Ich habe nie mit gerechnet. Also ich bin Leroy sehr, sehr dankbar für dieses Format und dass ich daran teilnehmen durfte. Das hat wirklich mein Leben in eine positive Art und Weise verändert. Es war sehr schön, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich wollte den Leuten, die in meiner Situation sind, Mut machen, und das habe ich erreicht. Er hat sich wirklich dafür interessiert, was ich zu erzählen habe, hat sich für meine Lebensgeschichte interessiert. Ich bin dir, Leroy, sehr dankbar dafür, für diese Erfahrung. Es war wirklich schön, auch die Resonanz, die ich danach bekommen habe. Wenn mir jemand erzählt hätte vor 10, 15 Jahren, ich bin irgendwann in Zukunft, treffe ich mich mit einem jungen schwarzen Mann, der im Rollstuhl sitzt und der zu meiner Vergangenheit gefragt, was ich über ihn damals gedacht hätte und so weiter. Es hat mich unglaublich bereichert. Es war ein ganz spannender Moment. Es ist ein sehr schönes Video geworden und ich habe eigentlich nur positives Feedback erhalten. Und es haben sich auch einige Leute von früher bei mir gemeldet, was ich auch sehr schön fand. Und es war einfach eine sehr schöne Erfahrung. Die Drehzeit mit Leroy waren echt mega, mega cool. Also es war echt richtig, richtig schön, nochmal so darüber zu reden, über diese ganze Thematik und auch natürlich euch draußen zu erreichen mit meiner Geschichte. Ich fand den Dreh mit euch super toll. Besonders gut gefallen hat mir, dass ihr alle so neutral und so normal und so locker wart. Und ich fand auch gut, dass ihr nicht so probiert habt, irgendwie so eine Story zu erzeugen, sondern dass ihr einfach die Leute wirklich einfach so erzählen lässt. Vor Ort der Dreh, alle waren super sympathisch, es war eine lockere Atmosphäre. Alles, was wir besprochen haben, was drin bleiben soll und was nicht, wurde alles umgesetzt. Also es war echt gut. Also ich fühlte mich wirklich die ganze Zeit über super betreut. Ihr seid als Ansprecher. Wie ist das vom Opa werden? Das ist ungeil. Also Respekt an Clarissa, dass sie zum Videodreh erschienen ist. Krank, Mann. Ich Partner auch im Nachhinein Heftig. Noch da. Also wenn man noch mal Fragen hat zu etwas, wow. Ihr antwortet immer sehr schnell, wenn man mit euch den Kontakt schon hat. Ja, ich kann euch eigentlich nur sagen, dass ich euer Format gar nicht missen möchte. Der eine, der dann halt fehlt, der beschwert sich in der Regel, wenn er dann das Feedback von euch da draußen sieht und merkt, dass sein Auftritt vielleicht nicht ganz so gut ankommt, wie er hofft. Als Beispiel hatten wir einen Typen, der letztes Jahr bei der Folge Das Treffen auf eine Ex-Muslima getroffen ist und sich wirklich wenig einfühlsam. Das Video habe ich auch gesehen, ja. Gezeigt hat und ihr regelmäßig ins Wort gefallen ist. Mir wird Fähigkeit abgesprochen, selber abzuwägen und selbstzufrieden zu sein. Naja, aber es wird gesagt, man darf nicht so viele Beziehungen haben und soll heiraten, weil wenn ich sonst so viele Beziehungen habe, dann bin ich dann ganz unglücklich. Nein, mach aber das gehört halt zum Leben dazu. Du darfst Beziehungen haben. Also du kannst Beziehungen, wir leben ja auch in Deutschland. Es geht um den Islam, es geht nicht darum, was das ja, aber warum willst du die Religion ändern, wenn du selbst auch sowieso fragst? Ich ändere sie nicht, ich hinterfrage sie, weil die eine Religion ja, warum gegeben. Er ist so getriggert, ne, wegen seiner Religion. Das finde ich auch schon echt anstrengend. Also Religion ist ja alles schön und gut, aber viele Leute sind viel, viel, viel zu aggressiv und viel zu sehr getriggert mit ihrer Religion. Zu dem Punkt, dass du halt wirklich nicht mehr in Frieden darüber reden kannst. Das ist wirklich ein bisschen schade so. Weil jeder kann ja glauben, woran er möchte, so, aber reden sollte man trotzdem immer können. Ich kann mir das auch machen, was du willst. Dann habe ich das Kopftuch abgelegt, war dann auch das erste Mal nicht halal essen. Und ich habe mir dann Tinder installiert, um zu daten, genau seinen Tag. Und ich habe auch meinen Freund kennengelernt. In 12 Ländern die Todesstrafe auf Homosexualität. Und alle 12 sind islamisch. Das hast du das mitbekommen? Das Nachricht immer wieder im Iran, in Saudi-Arabien. Nein, das ist umgesetzt wurde. Ich habe es noch nie mitbekommen. Doch. Und das Feedback von... Das macht ja nicht mal Sinn. Euch in den Kommentaren, das war halt dann auch dementsprechend... Es gibt Todesstrafe dafür. Und dann sagt er, hast du das mitbekommen? Ja, Digi, mitbekommen tut man es nicht. Aber das ist ja ein Fakt, das ist ja kein Geheimnis. Also irgendwo mitbekommen tut man es ja schon. Negativ. Und dann hat sich der Typ ins Internet gesetzt mit einem anderen Typen und dann Folgendes behauptet. Ich glaube, das, was hier probiert wurde zu machen... Mit Manuelsen! Ja, mit Manuelsen. ...ist das, was immer probiert wird zu machen, ist, den Islam
so gut wie möglich ins schlechte Licht zu rücken. Diese beiden wollten dich in eine Falle locken. Ich weiß nicht, was dieser Benjamin Blümchen da neben dir will. Der war nicht mal beim Dreh dabei. Ja, das ist halt Bullshit. Das ist wieder diese Religion hin und her. So, ganz ehrlich. Islam, cool. Christentum ist auch cool. So, Buddhismus, auch cool. Es geht doch im Endeffekt um inneren Frieden. Um das gute Miteinander. Und dann entsteht halt sowas wieder, was halt dann auch wirklich islamische Leute ein bisschen in den Dreck zieht. Wenn du halt dann anfängst, so zu reden, weil dann stehst du halt irgendwann einfach nur als Idiot da. Aber ich meine, Fakt ist, dass der Dude links die Lady nicht hat ausreden lassen. Du selber, du warst da und du müsstest eigentlich wissen, dass hier auch muslimische Mitarbeiter an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Ja. Der Vorwurf, diese Lüge, dass ich die Religion schlecht darstellen möchte, das macht Bullshit. Absolut keinen Sinn. Bullshit. Also mich macht es auch traurig, dass Menschen da draußen das dann auch noch glauben. Ich habe selber muslimische Freunde im engsten Kreis. Ich habe hier Mitarbeiter, die würden sich doch alle verarscht vorkommen. Lass es uns kurz und schmerzlos machen. Mein Team hat deine Vorwürfe mit dem Rohmaterial vom echten Video gegenübergestellt. Weil das ist respektlos gegenüber unseren Urgroßvätern und so. Aber so kann man ja auch kein Land entwickeln, wenn wir mal behaupten, nur weil sie so früher gedacht haben, können wir das nicht kritisieren. Nee, wir können ja die Sachen von damals mitnehmen. Ich finde schon, dass wir in der Vergangenheit... Boah, jetzt pass auf, hast du das gesehen? Ja. Sorry Leute, habt ihr das gesehen? Weil ich kann mich an diese Situation so gut erinnern. Ich habe gesagt, glaubst du nicht, dass es gewisse Punkte gibt aus der Vergangenheit, die für uns heutzutage auch noch gut sind, weiterzuführen in dem Sinne? Ich habe gesagt, wir können die guten Sachen nehmen, habe ich doch gesagt. Achte mal. Die guten Sachen von damals... Jetzt kommt ein Schnitt. Pass auf, jetzt kommt ein Schnitt und dann redet der Leroy, aber dazwischen habe ich noch voll viel gesprochen, weil ich Beispiele gegeben habe. Ach, jetzt nehmen. Ich finde schon. Du hast doch gerade Luft geholt. Ja, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, heutzutage ist das so, wallahi, genauso wortwörtlich. Ich habe das Wort zum ersten Mal in den Mund genommen, nachdem ich das eine Woche vorher kennengelernt habe, Bodycount. Ich kann mich so gut erinnern an diesen Moment. Ich habe gesagt, heutzutage ist es so, dass du irgendwie deinen Bodycount erstmal pushen musst, damit du nach dem Motto hier in der Gesellschaft angekommen bist. Und das ist alles raus. Alles, wallah, alles, was ich gesagt habe, ist raus. Wenn ich das einfach so akzeptiert hätte und gesagt hätte, okay, man darf jetzt nicht respektieren. Also glaubst du, du bist jetzt ein besserer Mensch als die vor 100 Jahren? Du bist mit einer besseren Moral? Mit einer besseren Verständnis vom Leben und so. Also wenn du das von dir behauptest, dann ist das falsch, finde ich. Weil das ist respektlos gegenüber unseren Urgroßvätern und so aber weiter. Aber so kann man ja auch kein Land entwickeln, wenn wir immer behaupten, nur weil sie so früher gedacht haben, können wir das nicht kritisieren. Nee, wir können ja die guten Sachen von damals mitnehmen. Ja, aber ich finde schon, dass wir in der Vergangenheit, wurden Menschen verfolgt. Du schwörst auf deinen Gott, während das du liegst. Das ist wirklich brutal. Er sagt, wallahi. Was ist falsch mit dem Jungen? Was ist falsch mit dem Jungen? Also, ganz kurz mal, das Thema Bodycount ist ja wirklich eine Sache, da kann man viel drüber reden. Der eine sieht scheiße, der andere nicht. Vielleicht schaut man sich einfach mal ein paar wissenschaftliche Studien dazu an. Was passiert mit Frauen und Männern, auch auf psychologischer und auch auf hormoneller Ebene, wenn die einfach sehr, sehr viele Partner haben? Darüber sollte man sich vielleicht mal informieren, aber auf seinen Gott zu schwören und dann so Bullshit zu labern. Also, wallahi. Und dann zu lügen. RIP, Bro. RIP, Brother. Ich hab gesagt. Absolut Bullshit, wirklich. Absolut Bullshit. Das ist halt genau das, was ich meine. So, er hat damit halt auch irgendwo korrekte muslimische Leute, die ihr Leben korrekt leben und so, mit dieser Aktion ein bisschen in den Dreck gezogen. Das ist halt leider einfach so. Heutzutage ist das so, wallahi, genauso wortwörtlich. Ich habe das Wort zum ersten Mal in den Mund genommen, nachdem ich das eine Woche vorher kennengelernt habe, Bodycount. Ich kann mich so gut erinnern an diesen Moment. Also sagen wir ehrlich, wahrscheinlich hat er nicht gelogen, er hat sich einfach vertan, so, keine Ahnung. Was soll's. Und das ist nur ein Beispiel. Ich kann beweisen, dass alle deine Vorwürfe von A bis Z gelogen sind. Und damit schadest du nicht nur dir und deinem Ruf, sondern vor allem allen anderen Muslimen, die es ohnehin oft schon schwer genug hier in Deutschland haben. Ja, und das finde ich wirklich traurig. Ja. Ich muss aber auch sagen, du bist auf keinen Fall repräsentativ für die muslimische Community in Deutschland. Die meisten wollen sich gar nicht mit dir irgendwie connected sehen und schämen sich, wenn sie sowas sehen. Und um das Kapitel abzuschließen, kommen wir jetzt zum jüngsten Beispiel. Ein Junge, der 1,72 Meter groß ist, fliegt in die Türkei und lässt sich dort die Beine aufschlitzen und dann die Oberschenkelknochen aufsägen, um seine Beine verlängert zu bekommen. Ah, Werbung. Werbung, Jungs, ich pack's nicht. Na gut. Also, zu dem Punkt mit dem muslimischen Breder gerade. Vielleicht war der ein bisschen aufgeregt, weil Manuelsen neben ihm sitzt oder so, ich weiß es nicht, aber man kann halt auch nicht für alles, was in seinem Leben vorgeht, immer die Religionskarte rausziehen, wisst ihr, wie ich meine. So, das ballert halt einfach auch nicht. Du kannst nicht für jedes Problem
irgendwie Religionskarte oder so rausziehen lassen, vor allem wenn du dann am Ende dich noch verblabbelst und dann auch noch Scheiße redest. Scheiße, aber nach unserem Interview über dieses Thema geht er hin und veröffentlicht ein Video, in dem er behauptet, er wäre absichtlich falsch dargestellt worden. Er hat auch Videos gefaked, die er reingeschnitten hat, also komplett realitätsfern. Er hat mich vor Ort gesehen, ich bin super gelaufen, mir ging es gut. Ich kannte dich vor dem Dreh überhaupt nicht. Ich habe dich nur hier in diesem Studio laufen sehen und ich habe genau gesehen, wie du vor dem Dreh nochmal runter in den Keller auf Klo bist und du hast für diese 10 Stufen fast 30 Sekunden gebraucht. Bro, ich schaffe das doppelt so schnell und ich bin wirklich seit 22 Jahren Rollstuhlfahrer. Und heute, 3 Monate später, hast du selber gepostet, läufst du so. What the fuck? Stellt euch vor, ihr verpasst Bahn, weil ihr größer sein wolltet. Man denkt, er hat gekackt, hahaha. Das ist kein Laufen, running to toilet. How much does it cost to? Bro, I can tell you that it's not worth it, Tony. Ja, guck mal, wo unten, wie tief seine Knie sind. Das ist schon krass. Man kann es ja leben. Ja, man kann es ja wirklich schwerer machen. Natürlich, Freunde, ganz ehrlich, ich bin auch nicht der Größte. Ich weiß, wie groß bin ich? 1,76, 77, sowas. Aber, Digi, ganz ehrlich, es gibt auch Schlimmeres. Es gibt so viele Aspekte im Leben, in denen du durchballern kannst, in denen du erfolgreich sein kannst. Scheiß drauf, Größe, Mann. Ganz ehrlich, auch wenn du jetzt irgendwie auseinandergenommen wirst von einer Frau. Wie zum Beispiel von Olivia hier, die nimmt ihn jetzt auseinander, weil er 10 cm größer ist. Das wird ja hoffentlich noch besser. Also ganz ehrlich, es gibt Wichtigeres als Größe. Und auch wenn dich eine Frau mal auseinander nimmt, weil du zu klein bist, dann nimm halt die nächste Frau, Digga, ganz ehrlich. Jetzt reiß dich doch zusammen. Freunde, macht sowas nicht, bitte. Guckt euch das an. Wollt ihr so laufen später? Darf ich 10 cm größer sein? Im Endeffekt, Größe... Das, was Frauen anzieht an dieser Größe, ist ja der Fakt, dass die dann denken, du könntest sie besser beschützen, weil du dann präsenter bist. Stell mal vor, du bist jetzt 10 cm größer und kriegst eine Klatsche mit so einer Haltung, so einem Laufding. Du kriegst eine Klatsche. Du fliegst hinten hinter den Barbershop-Bus, einfach weil du so umgenockt wirst. Er hat mich vor Ort gesehen, ich bin super gelaufen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also Joa. Das Problem bei so einem Video ist, dass es... weiß ich jetzt nicht. Voller Lügen ist und 6 Millionen Aufrufe bekommt, ohne dass er irgendwo Beweise bringt und die Leute glauben ihm einfach, dass die Stimmung kacke war, dass er sich unwohl gefühlt hat, dass ich auch einfach sehr unsympathisch ihm gegenüber war. Freunde, das Problem mit solchen Vorwürfen ist, ich behaupte jetzt einfach, du hast vor 2 Minuten heimlich gefurzt. Stimmt nicht? Wie willst du mir das beweisen? Also wie willst du beweisen, dass ich lüge? Oder müsste ich nicht eigentlich dir beweisen, dass du gefurzt hast? Das heißt, man kann in die Öffentlichkeit gehen und sagen, der war voll komisch, der war unsympathisch. Wie soll ich denn jetzt das Gegenteil? Also ich muss sagen, in dem Fall ist halt auch, er sagt, er ist voll gut gelaufen, aber man hat ja eben gesehen, wie er läuft. So. Also weiß ich jetzt nicht, Digi, weiß ich nicht. Und da, genau das ist das Problem. Da kann jemand im Internet einfach irgendwelche Lügen verbreiten und das sehen dann 6 Millionen Menschen. Und wie sollen diese 6 Millionen Menschen, selbst wenn ich jetzt das Gegenteil beweisen könnte, davon Wind bekommen, dass das alles gelogen war? Das ist dasselbe Problem wie vorhin bei Montana Black. Man wird diese Menschen gar nicht erreichen. Aber ich muss wirklich ein großes Dankeschön an mein Team ausrichten. Denn die haben vor ein paar Jahren angefangen, dass nämlich jeder, der zu Gast war, ein paar Tage später gefragt wird, wie er den Videodreh denn überhaupt fand. Mein Team fragt also nach, was wir verbessern können und holt Feedback ein. Und einen Tag nach dem Dreh hat er uns dann das hier geschickt. Und deshalb wirklich ein großer, großer Kuss raus an mein Team. Oh weil Gott. Wir haben selten die Möglichkeit, Beweise... Nein, ich glaube, das wird so peinlich. ...zu liefern, aber in diesem Fall könnt ihr euch selber davon überzeugen. Hi, also hier ist der Leon. Ich war gestern beim New York. Oh, er heißt sogar noch wie ich. Er heißt sogar noch wie ich. Warum ziehst du meinen Namen so in den Dreck, Leon? Warum ziehst du meinen Namen so in den Dreck? Hast du keine Namensehre oder was? Oh, Leon, Junge. Video und das Video ist ja für euch, dass ihr so einfach meine Meinung hört über die Zusammenarbeit. Und ich muss sagen, ich fand die Zusammenarbeit mega. Also es hat richtig Spaß gemacht und ist mega einfach von der Bühne gelaufen, sage ich mal. Also der Schreibkontakt mit der Anna über WhatsApp. Leon. Sag mal, willst du mich verarschen, Mann? War mega easy.
auch natürlich dann der Empfang, Leroy, das ganze Team, mega sympathisch und freundlich. Und es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das könnte man verbessern oder ist schlecht gelaufen. Also ich bin sehr zufrieden. Und das komplette Gegenteil davon, also mega krasse Lügen, hat er dann öffentlich vor 6 Millionen Menschen behauptet. So, und es war so eine cringe, unangenehme Stimmung, wo ich mir dachte, boah, ey, lass jetzt den Dreh bitte anfangen, ich kann nicht mehr. Es ist so eine unangenehme Situation hier gerade. Auch Fahrtkosten würden sie nicht übernehmen. Und dann hat sie das gesagt und ich hab's überlegt, ich dachte so, hat die das jetzt gerade echt gesagt? Das ist schon dreist so. Also das Einzige, was daran stimmt, ist, dass es hier noch nie Gagen gab, sondern Aufwandsentschädigung. Und das ist für solche Interviewformate auch vollkommen normal. Wir buchen hier nämlich keine bezahlten... Während meiner Zeit bei Funk haben 90% aller Protagonisten eine Aufwandsentschädigung zwischen 100 und 800 Euro bekommen. Vor und nach der Zeit wurden Aufwandsentschädigungen in Absprache mit den Protagonisten vereinbart. Okay... Also, ich sag mal so, dem guten Leon, der wäre jetzt auch ein Niemand, wenn der nicht bei Leroy gewesen wäre, ne? Aber schon peinlich irgendwie, dass er, ach, Digga, weißt du was, scheiß drauf. Ein Schauspieler. Stattdessen freuen sich Menschen, wenn sie hier teilnehmen dürfen und vor so vielen Zuschauern ihre eigene Geschichte erzählen können. Was ein Larry, wirklich, was ein Larry, dieser Leon. Zieht er einfach meinen Namen so in den Dreck. Genau wie der Typ hier. Ich habe gerade eure Anfrage gesehen und habe mich unglaublich gefreut. Also ich kann es gerade immer noch nicht glauben, weil ich persönlich Leroy seine Videos schon seit 3 Jahren kenne und verfolge. Und auch meine Schwester, da habe ich das gerade erzählt, die konnte es gar nicht glauben. Aber ich wäre sehr, sehr gerne ein Teil eurer Geschichte, also eures YouTube-Kanals und würde meine Geschichte ja einfach wiedergeben. Ich bin eine offen und ehrliche Person, also ich wäre auch bereit natürlich für kritische Fragen. Der Idiot, offen und ehrlich, Digga, offen und ehrlich. Jungs, er ist so offen und ehrliche Person. Man kennt ihn, ne? Man kennt ihn. Ja, war schon so cringe Stimmung, cringes Klima und so, war schon ein bisschen weird. Hab mir schon gedacht, wann geht denn das endlich hier los? Und dementsprechend würde ich mich sehr, sehr freuen für eine Zusammenarbeit. Also wirklich, ich kann es immer noch nicht glauben. Die schreiben mich an für ein Video, dass ich dabei bin, aber ich muss noch die Fahrtkosten übernehmen und habe Ausgaben. Und auch das stimmt nicht. Er hat seine Fahrtkosten sogar selber ausgerechnet und dann 130 Euro für die Aufwandsentschädigung vorgeschlagen. Deswegen am besten, glaube ich, wäre es, wenn wir das mit diesem Tankgeld machen würden. Ich glaube, da sind wir dann sogar auch nochmal billiger dran. Also ich müsste es ausrechnen, aber auf gar keinen Fall viel teurer, wie jetzt mit so Tickets. Da musst du mir nur sagen, ob das in Frage kommt oder nicht. Aber im Endeffekt könnte ich halt für das gleiche Geld halt rein theoretisch mehr Begleitpersonen sogar noch mitnehmen. Also das würde sich besser rechnen. Minus 130 Euro, Leon, 22.8. Oh Mann, 14 Uhr wäre top, also wir haben mal gerechnet, dass wenn 130 Euro passt, das für euch mit dem Auto hin und rückfahrt sind 600 Kilometer. Ja, doch, ja, das stimmt. Das kommt hin mit dem Geld, also es ist aber schön, dass er das so ausgerechnet hat und dann aber sagt, dass er kein Geld bekommen hat. Um das Thema abzuschließen, Freunde, lernt euren Körper selber zu lieben. Egal, ob ihr jetzt 1,60 Meter nur groß sein solltet, das macht keinen Unterschied. Denn jeder Zentimeter, den ihr irgendwie dann versucht noch draufzupacken, der ändert nichts daran, wenn euer Charakter kacke ist. Und der Typ hat es einfach nicht verkraftet, was ihr als Zuschauer in den Kommentaren geschrieben habt über seine Operation. Eigentlich merkt man aus dem kurzen Gespräch, wo das Problem tatsächlich liegt. Es ist nicht die Körpergröße. Erst nach der ersten OP ungefähr 1,82 Meter, möchte trotzdem größer werden, riskiert dabei eine Amputation oder dass er... Wahrnehmungssuche, der ganz dringend Hilfe, Wahnsinn. Ja, also die Kommentare. Die wirklich einfach kacke sind. Und du musst damit leben können, dass Menschen sagen, das ist scheiße, du machst dir deine Gesundheit kaputt. Dasselbe, wenn jemand irgendwie so ein Brazilian Buttlifting macht oder sich da Implantate in den Hintern schiebt. Auch da sagen Menschen, ey, das ist einfach gesundheitlich richtig fragwürdig, man kann dabei sterben. Und ja, man kann auch Bunda aufbauen ohne BBL, also das ist auch Bullshit. Das finden Leute dann auch kacke. So, Freunde. Einfach nur was zu tun mit Willenskraft. Jetzt bräuchten wir den Upper Red Einspieler. Willenskraft. Merkt euch das. Jetzt kommen wir. Willenskraft, Freunde. Zu meinem Fazit. Ich bin nach meinem Gast Samuel Koch und Wolfgang Schäuble wahrscheinlich der bekannteste Rollschuhfahrer in ganz Deutschland. Und wenn ihr den cool findet, dann habe ich zumindest die Hoffnung, dass ihr vielleicht nicht mehr denkt, wenn ihr irgendwo einen Rollschuhfahrer auf der Straße seht, voll behindert, sondern ihr, vielleicht seid ihr einfach ein Ticken offener. Wenn ein Rollschuhfahrer in eurem Leben irgendwie mal eure Hilfe braucht, vielleicht könnt ihr den einfach mal... Ich denke mir jedes Mal, wenn ich einen Rollstuhlfahrer sehe, oh, Digga, der ist ja voll behindert. Also Leroy, der hat's auch. Naja. Richtig schön mit einbinden und seid einfach da für solche Menschen. Das ist so meine Idee. Und genau dasselbe gilt aber auch, wenn jemand in seiner Familie aufwächst und immer hört, dass alle schwarzen Menschen Affen zum Beispiel sind. Diese Beleidigung höre ich regelmäßig und dann gibt es aber diesen einen Menschen, den kennt er. Der ist da irgendwie im Internet und
da merkt er, okay, das ist völliger Bullshit. Das ist ein korrekter Typ und dementsprechend ist es einfach eine dumme Beleidigung. Und ihr da draußen, jeder von euch, kann ebenso in seinem eigenen Umfeld so eine Wirkung haben. Zeigt den Leuten da draußen einfach, dass ihr die schlaue Blondine seid oder der freundliche Tätowierte oder vielleicht der coole Polizist. Das wird das Bild von so vielen Menschen prägen, also seid euch bitte einfach immer eure... Ja, Freunde, der coole Polizist, das ist eine ganz wichtige Sache, denn coole Polizisten brauchen wir. Letztens in Frankfurt war ich auf dem E-Roller mit meiner Freundin zusammen und wir hatten irgendwie 3 Flaschen Alkoholik unter der Jacke drunter. Wir haben es zwar nicht getrunken, aber wir hatten es unten drunter und wir hatten echt Glück, weil wir haben so einen coolen Polizisten gehabt. Einfach gesagt, yo, alles gut so, steigt ab vom E-Roller, holt euch den zweiten E-Roller nicht zusammen auf einem E-Roller und dann sind sie weitergefahren. So, das war eine nette Interaktion, versteht ihr? Es muss nicht immer so Arschloch sein. Eigenen Wirkung bewusst. Der coole Polizist ballert. Man darf nicht vergessen, der coole Polizist ist auch einfach nur eine Person. Und das geht auch an alle Polizisten da draußen. Ihr seid auch nur Leute. Ihr seid auch nur Leute. Also seid mal coole Polizisten, Mann. Bevor mich mein Bruder damals zu diesen Videos hier gebracht hat, habe ich mich privat schon lange aus den sozialen Medien verabschiedet gehabt. Mir war das einfach viel zu viel Zeitverschwendung. Und Teil dieser Social-Media-Krankheit zu sein, die Menschen richtig süchtig macht, sodass teilweise im Durchschnitt 5 Stunden pro Tag an diesen Geräten hier gehangen wird, das wollte ich eigentlich nicht. Aber er hatte damals einfach das bessere Argument, weil er meinte, ob du jetzt da bist oder nicht, die Leute konsumieren halt sonst irgendjemand anderen in der Zeit. Das ist richtig. Und du könntest... Konsumiert mich, Freunde. Konsumier mich. ...den Menschen vielleicht zumindest in dieser Zeit etwas Sinnvolles mitgeben, wo sie vielleicht sogar irgendwas draus lernen. Ich habe es mal nachgerechnet. 5 Stunden Handy pro Tag, das klingt jetzt erstmal nicht so heftig. Ich meine, der Tag hat ja 24 Stunden. Aber wenn wir jetzt mal die 8 Stunden fürs Schlafen abziehen und dann 8 Stunden für Arbeit, Schule und 1 Stunde für Essen und Putzen, Duschen, Toilette, dann bleiben noch ungefähr 7 Stunden vom Rest des Tages, die ihr für Freunde, Familie, Sport, vielleicht Sex oder halt für 5 Stunden Handykonsum habt. Und ich habe das Ganze mal ausgerechnet. Das sind 114 aktive Tage pro Jahr und 25 Jahre eures aktiven Lebens, die ihr nur an diesem Gerät gerade verbringt. Und ich weiß, es fällt super schwer, das Ganze überhaupt zu begreifen, weil wir alle stecken da gerade mittendrin, aber wir sind halt einfach auch so ein bisschen krank, muss man sagen. Ich kenne das selbst, dass man keine 10 Meter ohne Handy machen kann und das aufs Klo mitnimmt und es irgendwie auch ständig geladen sein muss und man, bevor man irgendwie rausgeht, den Akku auf jeden Fall am Start haben muss, weil wenn der ausgeht, das Gefühl, das kennt jeder, es ist irgendwie schon so ein bisschen gruselig. Es ist irgendwie fast schon so, als wäre das Handy ein Teil unseres Körpers geworden. Ja, Schuld daran sind am Ende diese sozialen Medien hier. Bitte reflektiert einfach euren eigenen Konsum. Wenn ihr es schafft... Ich schwöre, Freunde, ohne Scheiß, versucht mal auf Toilette zu gehen. Ohne Handy. Lass das Handy mal weg. Außer ihr guckt jetzt gerade mein Video. Dann gehst du aber wohl mit Handy auf Toilette, Junge. Dann probierst du es lieber morgen. Aber wenn du gerade nicht dieses Video schaust, dann gehst du das nächste Mal auf Toilette mal ohne Handy. Ganz neue Welt. Du hast danach so eine richtige Komfortzone durchbrochen. Plötzlich bist du so in der wilden Wildnis. Boah. Schrecklich. Löscht TikTok und Co. und verbringt mehr Zeit im realen Leben. Ihr habt nur dieses eine Leben. Das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und nun kommen wir zum womöglich schwersten Teil heute, nämlich dem Ende. Ihr habt mich jetzt jahrelang hier ertragen und deshalb bin ich euch auch eine Antwort schuldig. Aber zunächst mal, ja, ich werde aufhören. Ich höre mit diesem Video hier auf. Diese Entscheidung ist für mich schon vor einiger Zeit gefallen. Also macht euch bitte keine Sorgen, dass ich wegen irgendwelcher Internet-Clowns oder irgendwelchen Kritiken, über die ich euch geredet habe, meine Leidenschaft aufgebe. Ihr dürft nicht vergessen, Joko und Klaas zum Beispiel, die kennt jeder, die wurden mal entlarvt, dass sie ganze Folgen von A bis Z gefaked haben und die haben sich halt entschuldigt und irgendwie ging es danach auch weiter. Und ich habe jetzt 7 Jahre lang erfolgreich einen YouTube-Kanal geführt und diese Szene, glaube ich, ziemlich gut verstanden. Also ihr könnt mir vertrauen, wenn ich euch jetzt die wahren Gründe erkläre, warum ich aufhöre. Zum einen habe ich jetzt seit knapp 2 Jahren gar kein eigenes privates Social Media mehr und die öffentlichen Kanäle, die ihr von mir kennt, die habe ich damals in die Hände meines Teams gelegt. Und das war wirklich die beste Entscheidung überhaupt. Glaubt mir, der Anfang war super komisch, weil der Daumen dann ganz verzweifelt die Apps auf dem Handy sucht, aber irgendwann vergeht das und ihr verbringt die Zeit einfach mit anderen Dingen. Ich mache zum Beispiel viel mehr Sport. Ich trainiere jeden Tag meine Beine und komme immer, immer weiter. Und das motiviert, das macht unglaublich viel Spaß. Und außerdem bereise ich die Welt, was im... Wenn unsere Liebsten krank sind... Das ballert die Werbung absolut negativ rein. Warte mal. Das ist krass. Ich wusste nicht, dass Leroy schon so krass laufen kann. Der ist ja richtig gesteppt, Alter.
Das war wirklich beeindruckend. Ohne Scheiß, jetzt Grüße raus an Leroy, ne? Aber ich frage mich jetzt, hört er wirklich auf mit YouTube? Hat er auch schon ausgesorgt, der Junge? Hat der etwas schon ausgesorgt? Zu buchen, wenn Rollstuhl manchmal ziemlich herausfordernd ist, aber es macht Spaß. Ich lerne ganz andere Kulturen kennen und weiß ich nicht, das erfüllt mich auf jeden Fall. Außerdem bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen, auch immer einen gewissen Druck. Du wirst ständig so ein bisschen beobachtet, wenn du zum Beispiel in der Stadt unterwegs bist. Und dann gibt es halt auch so Situationen, dass du heimlich gefilmt und fotografiert wirst. Und ich habe das persönlich noch nie gemocht. Und unterbewusst heißt das also immer, du darfst jetzt bloß nichts Falsches machen. Du darfst jetzt zum Beispiel nicht in Busch pinkeln, was, glaube ich, jeder schon mal gemacht hat. Also versteht mich nicht falsch. Ich habe mir das auch genauso ausgesucht und will mich überhaupt nicht beschweren. Nur jetzt bin ich halt einfach an dem Punkt, dass ich das nicht mehr möchte für mein Leben. Und ich kenne auch viele andere YouTuber, die sich an diesen Lifestyle von Gucci, Louis Vuitton, Mode, Markenklamotten, dicken Autos und so gewöhnt haben und dementsprechend auch die ganze Zeit so viel Geld brauchen. Und außerdem haben sie sich vielleicht auch an dieses Aufmerksamkeitsding gewöhnt, dass immer, wenn sie in den Raum kommen, sie die coolste Person sind und alle mit ihnen ein Foto machen wollen. Das heißt, sie sind praktisch verschmolzen mit dieser Internetpersönlichkeit. Und ich kann euch sagen, ich habe mir nie etwas auf diese ganzen Sachen eingebildet und deshalb brauche ich das jetzt auch einfach nicht mehr. Und ich habe euch immer wieder gesagt, ich mache das Ganze hier so lange, wie es mir wirklich Spaß macht. Und das letzte Jahr, das war einfach ein bisschen mehr Kampf als Spaß für mich und ich möchte mir da auch irgendwo treu bleiben und vielleicht ist es jetzt Zeit für mich, etwas Neues zu machen. Überlegt mal, ich habe mit mehr als 500 unglaublich spannenden Menschen in den letzten Jahren geredet. Ich habe die auch persönlich getroffen und jetzt ist es vielleicht einfach für mich als Menschen Zeit für ein ganz neues Kapitel. Ich habe auch vor YouTube schon mal was ganz Normales gearbeitet und vielleicht mache ich da auch einfach weiter. Vielleicht mache ich sowas. Ich weiß es einfach noch nicht. Und was ich euch aber auch noch mitgeben möchte, wenn ihr hier aus dem Raum Köln und Umgebung kommt, hier in Köln gibt es plötzlich ein Studio, wo eigentlich immer Platz und Zeit ist. Also meine Videos werden hier auf jeden Fall nicht mehr gedreht. Das heißt, wenn du da draußen ein Fotoshooting machen möchtest oder irgendwelche Videoaufnahmen dafür so ein Studio brauchst, dann melde dich sehr gerne. In den letzten Wochen haben wir die Videos, die noch da waren und manche von euch haben es schon vermutet, ganz schnell versucht fertig zu machen und für euch hochzuladen. Denn die Menschen in den Videos haben sich Zeit genommen und das wäre jetzt nicht korrekt, nur weil ich aufhöre, dass es diese Videos nicht mehr online gibt. Und ich weiß, es waren jetzt sehr viele Videos, aber ihr könnt euch die ganz in Ruhe über die Weihnachtszeit hinweg anschauen. Stöbert auch gerne mal nochmal runter in die alten Videos auf diesem Kanal, weil das ist wirklich eine Fundgrube mit richtig schönen Stories von richtig tollen Menschen. Wir machen es kurz und schmerzlos. Ich danke meinen Gästen für das jahrelange Vertrauen. Ohne euch wäre diese Reise hier nicht möglich gewesen. Ich danke aber auch meinem Team, also jedem Einzelnen von euch, der an diesen Videos mitgearbeitet hat. Begonnen in meinem eigenen Wohnzimmer bis hin hier in dieses XXL-Büro mit Studio. Man konnte euch, also diejenigen, die diese Videos wirklich dann bearbeitet haben, nie sehen, obwohl ihr so einen großen Anteil an diesem Endprodukt hattet. Und ich möchte euch aber sagen, ich habe euch gesehen. Ich habe diese Arbeit gesehen und ohne euch im Rücken, das sage ich hier ausdrücklich, hätte ich das hier niemals geschafft. Deshalb tausend Dank an euch. Und was bringen solche schönen Videos, wenn sie am Ende keiner schaut? Deshalb Dankeschön an euch Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen. Ihr habt mich jahrelang supportet und mir ganz, ganz viel Liebe gegeben. Und nein, das hier ist kein April-Scherz. Das hier ist tatsächlich nach 7 Jahren mein letztes Video gewesen. Und vielleicht ein bisschen schade, dass ich in so einem besonderen Video dann auch über so ein paar negative Sachen sprechen musste. Aber Fehler gehören halt zum Leben dazu. Und deshalb sind das hier auch meine letzten Worte an euch. Das Ganze hier ist nur Social Media. Und nicht das reale Leben. Tragt euer Herz auf der Zunge und begegnet euren Mitmenschen offenherzig. Und liebt euch und euren Körper verdammt nochmal so, wie ihr seid. Macht's gut. Ich wünsche euch nur das Beste. Euer Leroy. Oh, wie süß. Okay, Freunde. Yo. Das war jetzt 1,5 Stunden 40 voller Gedanken. Ich würde sagen, das war wirklich ein sehr gutes Video. Leroy ist das sehr, sehr, sehr sehr informativ, faktisch auf alles eingegangen. Ich weiß nicht, was man da jetzt groß gegen ihn sagen könnte. Ich meine, dass er jetzt gerade aufhört, wo er jetzt eigentlich wieder so einen Hype nach oben bekommt. Spricht ja auch irgendwo für ihn. Und er hat mehr als genug gesagt, dass er das Ganze nicht unbedingt wegen Geld macht, was er auch jetzt damit eigentlich bewiesen hat. Also, muss ehrlich sein, ich finde es schade, dass er aufhört, weil dem seine Videos doch schon immer so einen speziellen Platz in meinem Herzen und auch auf YouTube Deutschland hatten. Aber gut, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Ende von Leroy Matata. Leroy will's wissen. Wir hören uns im nächsten Video, Freunde. Denn glücklicherweise ist es nicht mein letztes Video.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben lassen, wenn es euch gefallen hat. Zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Heute mal das längste Video aller Zeiten. Ich überlege, das Ganze in zwei Videos zu splitten. Ich denke, ich werde es in zwei Videos splitten. Dann ist es doch irgendwo bekömmlicher. Obwohl, wisst ihr was? Wir machen es in einem Video. Freunde, Kuss. Wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Yeah, this is my ways, bitch. I don't give a fuck. Bitch.